Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Eugen Drewermann. Herr Drewermann, ich freue mich wirklich, dass das hier funktioniert in Ihrem Ort, dass man Sie treffen kann. Ist ja nicht so einfach, Sie zu erreichen, hier in Paderborn. Sie haben kein Telefon, Sie haben keinen Computer. Man kann Sie nur erreichen, wenn man ein Hotel anruft. Von dort aus holen Sie dann regelmäßig die Nachrichten ab. Warum so abgeschottet? Zum einen ist der Hauptteil meiner Arbeit Einzelgespräch, seelsorglich und psychotherapeutisch. Und ich könnte nicht in Ruhe reden mit jemandem, wenn dauernd dazwischen geklingelt wird. Ich brauche die Zeit. Aus den Erfahrungen gehen Bücher hervor. Und ein Schriftsteller braucht am allermeisten Konzentration in Ruhe. Ich höre mitunter, dass jetzt Klöster damit werben, dass sie mal 14 Tage Ferien ohne Handy einrichten. Das gilt als Erholung. Ja. Ich frage mich, warum braucht man es nur zur Ausnahme, wenn es dem Leben dient? Für mich wäre es störend und nicht hilfreich, ganz einfach. Ich habe nicht Dinge, die ich nicht wirklich brauche. Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie als Psychoanalytiker arbeiten, dass Sie Schriftsteller sind, das wissen wir, aber Sie sind ja eigentlich gelernter Priester. Spielt das noch eine Rolle? Ich bin vor genau 10 Jahren zum 65. Geburtstag aus der katholischen Kirche ausgetreten. Aber damals, 1991, als mir das Priesteramt entzogen wurde durch den Paderborner Erzbischof Joachim Degenhardt, habe ich den Standpunkt vertreten, den ich bis heute beibehalte. Es kommt nicht auf ein Amt an, das man im Raum der Kirche institutionell besetzt. Es ist die Frage, wer man als Person ist. Im Grunde eine Erkenntnis, die Martin Luther vor 500 Jahren schon gewonnen hat. Eine Frau, die ihrem Kind beibringt, was Vertrauen ist, leistet das, was ein Priester eigentlich sollte. Sie vermittelt zwischen Gott und den Menschen. Ein priesterlicher Mensch zu sein, ist unendlich viel wichtiger, als sein Amt zu bekleiden. Noch ein Jahrhundert davor kann John Wycliffe sagen, in England, die Bischöfe, Kardinäle, Päpste sind nicht die Nachfolger der Apostel, es sei denn, sie wollten leben wie dieselben. Das ist entscheidend, die Form der Existenz, nicht die der Anstellung und des C4-Gehalts. Warum sind Sie denn Priester geworden? Das waren in den 50er Jahren Alternativentscheidungen. Ein Vorbild für mich war damals Albert Schweitzer. Nach dem wurden Schulen benannt. Ja. Er war die Ausgabe als Elsässer eines Deutschseins, das in Theologie und Medizin glaubhaft Humanität nach dem Desaster des sogenannten Dritten Reiches verkörperte. Eine Identifikationsgestalt. Für mich auch wesentlich die Frage des Umgangs mit den Tieren, mit allen fühlenden Wesen im Erbe Schopenhauers, sehr früh mit 12, 14 Jahren zu übernehmen. Ehrlichkeit bei der Bibellektüre. Und dann stand es für mich damals aufgrund dieser Idealbildung genauso zur Frage, werde ich eines Tages Medizin studieren oder Theologie? Am liebsten beides. Ich wollte tatsächlich beides, eins nach dem anderen. Theologie wollte ich, weil mir damals die Idee war, es wird Ärzte genug geben. Aber Leute, die auf die Ängste, auf die persönlichen Nöte der Menschen antworten, werden zu wenige sein. Und in der Kirche habe ich auch damals als Schüler mit 15, 16 bei der Wiederbewaffnung der Bundeswehr zum Beispiel, bei Fragen des Umgangs mit den Tieren, bei Fragen der Offenheit fremden Religionen und Kulturen gegenüber nie irgendein Verständnis gefunden. Dann dachte ich, das muss sein. Und warum nicht in der Kirche? Ich habe mir die Illusion gemacht, es könnte doch im Grunde nur der bestehende Apparat davon profitieren, wenn er sich vermenschlicht. Dazu wollte ich beitragen. Und ich wusste nicht, dass wer das auch nur probiert, die Macht der Kirche gefährdet, indem er Menschen befreit. Dass das alternativisch sein würde, kirchenstrenge Observanz und Mündigkeit des Einzelnen. Sind Sie damals naiv gewesen, als Sie gesagt haben, ich will katholischer Priester werden? Im Rückblick würde ich sagen, ich habe mir Illusionen gemacht. Vielleicht darf ich aber als damals für mich dramatisches Beispiel schildern, wie es zuging. 1955 begann die Wiederbewaffnung Deutschlands West, der BRD im Westen. Damals war es Papst Pius XII., der in der Weihnachtsansprache erklärte, kein Katholik darf sich auf sein Gewissen berufen und den Wehrdienst verweigern, im Fall eines ungerechten Angriffs. Die katholische Kirche war streng antikommunistisch.
Ein Protestant, Niemöller, konnte nicht ganz weit entfernt in Lippstadt damals sagen, die Bundesrepublik ist ein Kind, das man in Washington gezeugt und im Vatikan getauft hat. Was wundert ihr euch? Deutschland West war nichts weiter als das Aufmarschglacis im Kalten Krieg. Ja. Schon 1952 ja. war Adenauer dabei, über die EVG, den Europäischen Verteidigungsvertrag, die Wiederaufrüstung 7 Jahre nach dem Desaster des Zweiten Weltkriegs in die Wege zu leiten. Das waren Millionen, die damals sagten, dafür haben wir nicht die Knochen hingehalten, dass er schon wieder anfängt. Ja. Sie wären nicht durchgekommen. 1952 bereits nicht. Es wurde nicht gemacht, weil die Franzosen nicht östlich des Rheins schon wieder Deutsche unter Waffen sehen wollten. 3 Jahre später ging das und 1956 hatten wir die Bundeswehr. Es war für mich damals eindeutig. Ich würde nie lernen, wie man Menschen auf Befehl tötet. Es mag Situationen geben, die verzweifelte Ausflüchte nötig machen, aber ich würde nie lernen, wie man als perfekter Soldat zum Killerprofi wird. Nie. Mhm. Ich würde mich nie durch Gehorsam kujonieren lassen. Ich würde nie Verantwortung delegieren an irgendeinen Drill-Sergeant. Ich war Antimilitarist, wenn Sie so wollen, von Natur. Plötzlich aber war ich weit und breit der Einzige in der katholischen Kirche, die mir bekannt war, der so denken durfte. Protestanten damals, Niemöller, der genannte, Gollwitzer, konnten so denken. Im katholischen Raum, die gesamte Moraltheologie war eindeutig der Meinung Pius XII. Das war enorm. Mhm. Als Einzelner musste ich denken, mein Gewissen ist berechtigt, sogar gegen 2000 Jahre Kirche, die behauptet, Christus zu verwalten, indem sie für den Krieg plädiert. Es war noch ärger. 1963, im sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzil, kurz nach der Kuba-Krise, dem möglichen Ausbruch eines atomaren Weltkriegs, konnte man erklären, dass es 2 Formen des Widerstandes gäbe oder vielmehr des Willens zum Frieden. Es gäbe einen Friedenswillen ohne Waffen, man höre an, aber die Soldaten leisteten den Friedenswillen mit den Waffen. Plötzlich dachte man, eine so komplexe Entscheidung lässt sich nicht nach Gut und Böse, sondern nur komplementär alternativisch angehen. Es muss beides berechtigt sein, das Ja und das Nein. Die Pazifisten sollten der eschatologische Vortrab von übermorgen sein, aber die Realität heute braucht leider noch das Militär. So redete man sich aus der Affäre. Plötzlich waren alle Moraltheologen der Meinung, es ist eine komplexe Situation mit alternativ komplementären Entscheidungen. Dieselben Leute, die dafür bezahlt wurden, die Freiheit des Individuums, der Ehrlichkeit des Gewissens, der Botschaft Jesu, ein Sprachrohr zu bilden, hatten nichts weiter im Sinn, als ihren Anstellungsvertrag zu erhalten durch Observanz, durch Gleichschaltung und Gefügsamkeit. Drum war 63 für mich noch schrecklicher als 56. Der Glaube an die katholische Kirche war da enorm gebrochen. Wie kann ein 16-Jähriger denken, mit seinem Gewissen sei er imstande, eine Kirchentradition, die als der fortlebende Christus sich ideologisch aufführt, widersprechen zu dürfen? Was die wenigsten von denen, die uns jetzt zuhören, wissen werden, dass es sowas gab wie eine Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen, verdanken wir eine der Sternstunden des Bundestags damals. Das war eine erregende Sache. Natürlich habe ich den ganzen Tag am Rundfunkgerät gefiebert. Wie wird das weitergehen? Es war damals die Auffassung der Jesuiten. Grundlach kam in den Bundestag und vertrat für die katholische Kirche die Expertenmeinung, wie man kirchlicherseits zum Thema Wiederbewaffnung zu denken habe. Der Jesuit Grundlach vertrat genau die Meinung von Pius XII. Dann trat Wehner auf, erklärte, das kann nicht die Meinung des Papstes sein. Natürlich entsprechender Protest. Die ganze Debatte wurde gerettet von dem damaligen Abgeordneten der CDU, Peter Nellen. Der hatte irgendwann mal Theologie studiert und erklärte unseren Volksvertretern, dass natürlich die Jesuiten nie einen solchen Fauxpas sich erlauben würden, etwas zu sagen, das nicht kirchlich gedeckt wäre. Das wäre wirklich die Meinung der katholischen Kirche. Aber die katholische Kirche sagte seit dem Mittelalter, ein jeder muss seinem eigenen Gewissen folgen, selbst wenn es irrig ist. Wir sagen, selbst wer verbrannt wird als Irrlehrer,
kann dennoch gerettet sein bei Gott, wenn und weil er seinem Gewissen gefolgt ist. Eine unglaubliche, fast trickreiche Argumentation. Peter Nellen verdanken wir die paar Stimmen der CDU, die damals dafür waren, dass man den Wehrdienst unter rechtlich gesicherten Bedingungen verweigern darf, anders als in Frankreich. Mhm. Da stand Gefängnisstrafe drauf. Mir war es egal, wie die entscheiden würden. Ich wusste nur, was ich zu tun hätte. Mhm. Aber bescheinigt wurde mir, ich habe schon mal ein irriges Gewissen. Ich war aber in einem unüberwindlichen Irrtum befangen und ich sah für meine Pflicht an, zu tun, was ich für recht hielte. Egal, was der Papst sagt. So war ich groß geworden. Herr Drewermann, wenn Sie über die katholische Kirche sprechen, wenn Sie über die Bundesrepublik, die junge Bundesrepublik sprechen, wenn Sie über das Jetzt sprechen, wenn man Sie auch hört, als aktives Mitglied der Friedensbewegung, da reden Sie auch immer darüber, was es bedeutet, mutig zu sein, im Widerspruch zu dem, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Also Patriotismus oder kann ja missbraucht zum Beispiel auch werden. Aber Sie sind natürlich auch damals für die katholische Kirche und heute für jeden, der sich mit Geopolitik beschäftigt, kommt man an Ihnen ja nicht vorbei, sind Sie natürlich insofern schwierig, weil die katholische Kirche speziell den Brand, sage ich modern, den Sie verkaufen, nämlich das, was Jesus Christus getan hat, da geht es immer um die Stunde der Bewährung, so habe ich das verstanden. Die und Sie rufen die Stunde der Bewährung aber in der Gegenwart aus. Weil Sie sagen, jetzt ist die Stunde der Bewährung. Damals war sie, jetzt ist sie auch, Rammstein ist sie, Ukraine ist sie, Syrien ist sie, überall, wo Kriege geführt werden, mit welchem Banner auch immer, ist die Stunde der Bewährung. Das ist Ihnen schon klar, dass Sie ein schwieriger Geist sind für die katholische Kirche. Die Frage ist seit langem nicht mehr für mich, was sagt die katholische Kirche, wenn ich Vorträge halte, Bücher schreibe, mit Menschen rede, mache ich nicht einmal die Vorschrift, man solle Pazifist sein. Ich kann nur die Entwicklung zu sich selber, zur Mündigkeit im Erbe der eigenen Biografie, der Identität der gereiften Persönlichkeit anstreben. Und darum brauche ich als allererstes eine Offenheit, Toleranz, Verstehen, auch Wertneutralität in gewissem Sinne. Es ist für mich zunächst nicht wichtig, ob die mir gegenüber sitzende Person meiner Meinung ist. Sie muss ihre Meinung finden. So verstehe ich Gewissen. Aber fragt man mich, wie ich denke, habe ich eine sehr entschiedene Meinung und die ist so, wie Sie sie skizzieren. Man kann auf die Situation der Umgebung unter wechselnden Verhältnissen eigentlich nur identisch reagieren. Dann ist jeder Krieg, egal wo, kein Mittel zur Durchsetzung von Friedensabsichten. Und sofort kann man dahinter schauen, welche Propagandaleistungen nötig sind, um es zu kaschieren als humanitäre Intervention, wo es in Wirklichkeit um Erdöl, Geostrategie, Vormachtpositionen, vor allem der westlichen Welt gegenüber Russland und China geht. Die ganze Ableitung. Aber die ist dann dem Urteil der politischen Lage geschuldet. Nicht mehr eindeutig ableitbar aus religiösen Grundlagen. Bevor ich darauf komme, in was für Zeiten wir uns im Moment befinden, ob das möglicherweise Vorkriegszeiten sind, habe ich noch eine andere Frage an Sie. Als Mediziner, der Sie nicht geworden sind, aber als Priester, der Sie geworden sind, muss man sich auch mit dem Tod beschäftigen. Das gehört dazu. Das ist ja ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Sie kommen ja aus einer Bergmannsfamilie. Hat man da eine andere Affinität zum Tod, weil man ja auch wirklich verschütt gehen kann? Ist das was anderes? Ich habe aus Bergkamen kommen, das ist mein Heimatort, drei- und vierfache Erfahrung mit dem Tod. Meine ersten Kindheitserinnerungen sind die Bombenangriffe. Bergkamen ist eine Bergarbeitergemeinde gewesen, damals 6000 Leute etwa, angeschlossen ein chemisches Werk mit Hydrierwerken. Nach dem Haber-Tropsch-Verfahren wurde aus Kohle Benzin gewonnen. Ja. Das war für die Rüstungsproduktion der Nazis wichtig. Sie hätten sich den Zweiten Weltkrieg nie erlauben können, ohne eine gewisse Eigenversorgung für Treibstoff. Ja. Die Leuna-Werke wurden damals dafür eingesetzt. Sehr spät haben die Amerikaner die Hydrierwerke zentral bombardiert oder die Kugellagerfabriken. Sie haben bis dahin Flächenbombardements vorgetragen, statt die Rüstungszentren zu attackieren. War das Vorsatz? Die nicht zu bombardieren, den Krieg am Laufen zu halten? Churchill hatte die Pläne, die Großstädte auszugasen. Mhm. Es gab keine Hemmnisse im Zweiten Weltkrieg. Ja. Man war überrascht am Ende in den Ruinenschluchten der deutschen Großstädte, dass da nur etwa 500.000 Menschen umgekommen sind. Mhm. Das war ein Verhältnis von 1:10 zu den Bomberstaffeln. Also fast so viele Gefallene wie an der Front für den Einsatz des Bombenkriegs.
Das ist eine Nebenfrage jetzt. Jörg Friedrich in dem Buch Der Brand stellt Ihnen direkt mal die Frage, von welch einer Zahlengröße an es sowas wie Skrupel gäbe. Der Zweite Weltkrieg war richtig zur Beseitigung von Hitler. Und dann waren die Bombardements richtig und 500.000 Tote waren richtig. Mhm. Dass alte Leute, Frauen, Kinder waren, es war richtig. Und wir müssen lernen, so weiterzumachen. Denn nur so geht es. Gegen Diktatoren, Bomben. Ja. Im ganzen zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts und im Anfang dieses Jahrhunderts ist das Urrezept. Alle sind Hitler. Milosevic, Hitler. Assad, Hitler. Gaddafi, Hitler. Ho Chi Minh, Hitler. Wo Sie hinschauen, bekämpfen wir Hitler, das absolut Böse. Also müssen wir sofort fahren. Was wäre es bei 2 Millionen Toten gewesen? Oder die marginale Größe 6 Millionen Tote? Wann fangen die Skrupel an bei dieser Art der Kriegführung? Ich habe damals gelernt, in Baikam, dass es nicht richtig sein kann, Flächenbombardements über Dörfer hergehen zu lassen, bei denen 80% am Ende tot sind. Hier war die Kanerstraße, auf der ich lebte, und das letzte Haus, das stehen blieb, war das meiner Eltern, Haus Nummer 5. Daneben, von 1 bis 4, hatte eine Luftmine sie beide alle zerfetzt. Dahinter im Garten waren 2 Bomben eingeschlagen. Dass ich noch lebe, ist der reine Zufall. Im Bunker, in dem wir saßen, fielen die Bomben auf die sehr dünne Decke des sogenannten Waldstollens an der Zechenbahn. Das sind die Erfahrungen, mit denen ich groß geworden bin. Und wie wenn das noch nicht gereicht hätte, am 20. Februar 1946 waren die Schachtanlagen soweit wieder angefahren worden, dass Teile der Reparationsforderungen der Alliierten, vor allem der Briten, erfüllbar wurden. Die wollten Kohle geliefert sehen. Und man nahm auf die Grubensicherheit so gut wie keine Rücksicht. Nebenbei gesagt waren 3 Jahre vorher etwa 200 russische Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, unter Tage geblieben. Baikam, Grimberg 3 und 4 ist durch Methangaskonzentrationen immer gefährlich gewesen. Und nun auf der kleinen Schachtanlage Kuckuck ereignete sich das wohl größte Steinkohlenbergbauunglück in der Geschichte Deutschlands. Die ganze Schicht, über 420 Mann, blieben unter Tage. Es kam keiner mehr hoch. Mein Vater war einer der Letzten, die noch gerade rauskamen. Er war in der Kaue, als die Fenster brachen. Ja. Unter Tage blieben auch Inspektoren der Alliierten, die auf die Einführung neuer Maschinen Wert legten. Wie ein solches Unglück wirkt, wie Tod umhergeht, in einer Gemeinde, die nur vom Bergbau lebt, plus den Ruinenlandschaften, die der Krieg hinterlassen hatte, plus den Flüchtlingen, die hineindrängten und irgendwie leben wollten, plus den Nissenhütten, die man irgendwie eingerichtet hatte. Das war die Kindheit, in der ich in der Nähe des Todes das Leben gelernt habe. Können Sie mir erklären, nachdem ganze Generationen das ja mitbekommen haben, das noch teilweise überlebt haben, aber in den Knochen wirklich haben, dass wir heute wieder so weit sind, dass die Bundeswehr an Schulen richtig werben kann für den Kriegsdienst? Wie funktioniert dieses Verdrängungsprinzip? Wo bleibt denn das Gedächtnis eigentlich der Menschen? Das wird systematisch ausgeschaltet. Mit systematisch meine ich, dass es ein Programm der Merkel-Regierung ist, die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft ankommen zu lassen. Und dafür hat sie ihre weibliche Ikone Frau von der Leyen eingesetzt. Genauso wie in Amerika Hillary Clinton die Ikone war, die uns in den Libyen-Krieg hineingeredet hat. Es waren Frauen, die am besten in der Bevölkerung vermittelten, dass bei allem Bedauern, dass die Schrecklichkeiten einer militärischen Intervention mit sich bringen, es denn doch moralisch unsere Verantwortung ist, so zu handeln. Mhm. Inzwischen geht es aber nicht einmal darum. Frau von der Leyen wirkt mit der Normalität des Militäreinsatzes. Wir haben ja keine Pflichtarmee mehr, sondern rekrutieren eine Freiwilligenarmee. Also ist das Problem als erstes die Imagewerbung. Wie kann man in der Bevölkerung Bereitschaft schaffen, zur Bundeswehr zu gehen? 20% Mädchen wünscht sich Frau von der Leyen. Ich glaube, es gab im letzten Jahr 8000 Einsätze von Bundeswehroffizieren, die in die Schulen gingen, um den 16-, 18-Jährigen beizubringen, dass Soldatsein ein ganz normaler Beruf ist. Werdet ihr Kinder, ihr habt Aufstiegschancen, Karrierechancen, ihr könnt auch übernommen werden, später in den zivilen Dienst. Ihr lernt in der Elektronik eine Menge Nützliches, bei der Raketenabwehr. Ihr könnt erstaunt sein, wie viel sich da später nützlich machen lässt. Mhm.
Kurz, ihr werdet gebraucht und ihr tut immer was Richtiges, denn der Staat, unser Staat, eine Demokratie, geprüft im Parlament, wird euch nie etwas Verbrecherisches befehlen. Mhm. Außerdem, es ist unwahrscheinlich, dass ihr noch kämpfen müsst wie eure Väter. Wir marschieren nicht mehr zu Fuß bis kurz vor Moskau. Das war mal. Heute haben wir Drohnen und können töten in 10.000 Kilometer. Immer die richtigen natürlich. Es gibt uns die CIA vor, wo die Leute sitzen, die wir töten müssen, weil die gefährlich wären. Und das tun wir dann. Mehr ist nicht nötig. Wir sitzen in Potsdam, wir lenken das über Rammstein und wir sind im Recht, weil wir gar nicht mehr das Richtige tun müssen. Wir richten sofort hin. Ja. Wir brauchen auch keine Justiz mehr. Wir brauchen keine Gesetze mehr. Wir sind rechtsexempt, denn wir sind von vornherein im Recht. Wir sind die Guten. Mhm. Und immer treffen wir die Bösen. Mit den Schablonen glaubt man, 16-, 18-Jährige in den Kadavergehorsam des Militärs pressen zu können. Mhm. Wenn die Dinge, die Sie ansprechen, das ist nochmal, ja, der Krieg ist weit weg, 10.000 Kilometer weit, wird nur noch elektronisch erlebt. Man tötet, ohne dass es die eigenen Sensorien noch berühren muss. Das hat in den 60ern Konrad Lorenz mal gesagt. Die Bewohner unserer Großstädte wären wahrscheinlich außerstande, sich so zu ernähren wie ein Steinzeitjäger. Ihr müsst ein Kaninchen nehmen, mit den Händen töten, aufreißen und roh essen. Ja. Die meisten würden eher umkommen, als auf diese Weise sich zu ernähren. Ja. Weil wir sehen, was wir tun. Töten wir jemanden in 2 Kilometer Entfernung mit einer Highspeed-Gun, wird er zerfetzt auf eine Weise, die medizinisch irreparabel ist. Aber wir sehen es nicht mehr. Es ist nur ein fernes Target, auf das wir anlegen, den Rest besorgt die Elektronik. Wie war es möglich, dass über den Ho Chi Minh fährt, jahrelang mit Napalm, eigentlich völkerrechtlich verbotener Brennstoff, bombardiert werden konnte? Ein Zeug, das sich durch die Brandentwicklung selber in den Körper hineinfrisst, abscheuliche Wunden hinterlässt. Mhm. Die Jungs konnten das in 10 Kilometer Höhe, konnten nach Bangkok in Songkhitong-Viertel gehen, bei ihren Einsätzen Kaffee trinken, Musik hören wie in der Disco. Es gab keinerlei Rückmeldung über die Verbrechen und die Wirklichkeit, die sie am Boden anrichteten. Das müsste in die Schulen und dann bräuchten wir von Seiten der Friedensbewegung unbedingt eine Pari-Stellung. Von mir aus können ja Offiziere sagen, was sie wollen, aber dann muss parallel dazu darauf hingewiesen werden, was die gerade gesagt haben, in der Bedeutung. Mhm. Ich entsinne mich, 56, wir hatten auf dem Marktplatz vor der Kirche in Bechkam ein Zelt der Bundeswehr. Und die zeigten jetzt, wie eine Kanone abgefeuert wird. Großartig, sollte man denken. Wirklich großartig. Da sagte ich, das ist Werbung, das verstehe ich. Aber wenn ihr für Waschmittel werbt, dann würdet ihr jetzt zeigen, wie auf der Leine die Wäsche aufgehängt wird. Blendend weiß. Ja. Die Werbung für eine Kanone muss natürlich die Wirkung zeigen. Ihr müsst zeigen, wie der Einschlag ist, wie ein Hochhaus zusammensackt, wie ein Bunker getroffen wird, wie erfolgreich ihr einsetzt beim Abschießen von Kanonen, wie ein Panzer auseinanderfließt. Sowas müsst ihr zeigen. Dann seid ihr überzeugend. Nur das wagt ihr nicht. Denn ihr habt Schuldgefühle für das, was ihr tut. Ihr demonstriert nur phallische Potenz. Wir sind die Größten, weil wir haben die effizientesten Machtmittel, um zu morden. Was ihr wirklich macht, darf keiner sehen. Und dieses Verschweigen der Wirklichkeit, die angerichtet wird, ist die Werbestrategie, die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft ankommen zu lassen. Die Taktik ist ja, die Bundeswehr als einen mittelständischen Betrieb dastehen zu lassen, zusammen mit Jugendzeitschriften die Frage zu stellen, bist du ein Bergtyp oder ein Beachtyp? Das geht ja auf. Sie erinnern mich bei dem, was Sie sagen, natürlich auch an so ein Buch wie das Milgram-Experiment, wo Psychologen geforscht haben. Die Frage ist ja immer, wer hat das eigentlich bezahlt? Die CIA war es in diesem Fall. Was ist möglich? Und es ist ja auch möglich. Aber weil Sie gerade von der Friedensbewegung gesprochen haben, haben Sie denn auch ein Feindbild? Also ist es die Rüstungsindustrie? Nochmal zu Milgram. Er hat absolut recht. Das Ganze war ja eine Analyse im Anhang, wie Müllei möglich war. Die Auslöschung eines vietnamesischen Dorfes durch GIs, die dann als Kriminelle an den Pranger gestellt wurden. Milgram zeigt, dass sowas immer wieder möglich wird. Einfach indem man ein Feindbild aufbaut, das absolut ist. Der Gegner ist kein Mensch mehr, ist ein Unmensch, ein Tier, ein Monstrum, ein Teufel, irgendetwas. Ja. Entmenschlicht. Entmenschlicht. Begriffe, die in der Humanität Menschen verbinden sollten, werden in der Vorgangsphase der Propaganda des Krieges eingesetzt, zur absoluten Fraktionierung und Polarisierung.
Wir sind jetzt die Guten und wir sind verpflichtet, die Bösen auszurotten. Die amerikanische Außenpolitik versucht das immer wieder. Und ich wüsste kein besseres Bild, wenn ich mit Amerikanern diskutieren würde, als zu sagen, was 1851 einer ihrer größten Dichter, Herman Melville, in der Gestalt des Kapitän Ahab an Bord der Pequod zeigt. Da jagt er den weißen Wal, das ist die Inkarnation des Bösen, eine mythische Größe, muss nur die Harpune nehmen und mit allem Hass, den er in sich trägt, allen Verletzungen, die er spürt, sein Invalidentum, mit dem er auf dem Achterdeck steht, nur dahin schleudern, wo der weiße Wal ist. Es ist wie eine Welterlösung, die ihm vorschwebt, drum, dass die Pequod schon am Weihnachtsabend ausläuft. Es ist die Geburt einer neuen Messiasgestalt. Nur das Ganze muss in einem Desaster enden, weil es weder Mitleid kennt noch Verstehen. Mhm. Auch nicht das eigene Verstehen. Es exekutiert lediglich die Projektion der eigenen Angst, der eigenen Durchsetzung, der Selbstüberhöhung. Wir bekämpfen den Teufel und werden dabei zu Teufeln. Das ist, was Melville beschreibt. Das Ende des Romans ist, dass durch den Horizont ein Schiff mit dem Namen Rachel kommt, das auf der Suche ist nach den Kindern, die von Bord gegangen sind. Aber ich möchte noch mal nachhaken. Erbarmen wäre nötig mit Melville. Ist für Sie die Rüstungsindustrie ein Feindbild oder ist das auch falsch? Nein, es ist kein Feindbild. Es ist Teil einer sachlichen Analyse. Das war 1950 Paul Nitze. 1950, der den militärisch-industriellen Komplex für nötig hielt im Kalten Krieg, der damals überhaupt erst richtig anfing. Man hatte die Atombombe, aber noch keine Wasserstoffbombe. Das war 2 Jahre später. Eisenhower konnte Jahre danach warnen, dass dieser Komplex, der militärisch-industrielle Komplex, sich verselbstständigen könnte. Das war aber absichtigt. Und was wir heute sehen, ist der absolute Zwang aller, die in Amerika regieren wollen. Sie sind an den militärisch-industriellen Komplex gebunden. Sie werden davon gesponsert. Mhm. Sie dürfen sich ihm nicht widersetzen. Sie treiben die Rüstungskosten in die Wahnsinnssumme von mehr als 600 Milliarden Dollar. Das ist die Hälfte aller Rüstungsausgaben der Welt, getätigt in God's own country. Ja. Das steht dahinter seit 1950. Das ist eine Analyse, das ist kein Hassobjekt. Das zeigt, wenn wir allein die Verschuldung des amerikanischen Budgets aufzeichnen, dass die Kurven exakt gleich sind. Die gesamte Rüstung wird identisch bezahlt mit den Summen, die Amerika sich im Staatshaushalt verschuldet. Die Schulden selber muss dann der Bürger natürlich bezahlen. Das Ganze ist parasitär und kann sich nur erhalten, indem diese Machtmittel auch wirklich eingesetzt werden. Dann braucht man Rohstoffe, dann braucht man Geostrategie, dann muss man exekutieren, was man vorbereitet hat. Ein Vampir kann nur leben von dem Blut, das er abzapft. Diese industrialisierte Militärmaschinerie kann sich nur erhalten durch Krieg. Darum ist kein amerikanischer Präsident, der nicht im 20. Jahrhundert mindestens einen Krieg vom Zaun gebrochen hätte. Nur dann ist er groß. Grenada, Panama, was Sie wollen. Herr Drewermann, was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht, dass er diese Art von Mensch auf diesem Planeten zugelassen hat? Das sind 2 verschiedene Fragen. Also macht Gott Fehler? Nein, das eine ist, wir reden auch unter den Theologen fälschlich von Gott so, wie wenn wir eine Ursachenbeschreibung für die Evolution hätten. Die Evolution kann nur zeigen, dass wir denkende Säugetiere sind, dass alle Gefühle, die wir haben, Angst, Liebe, Hass, Triebbedürfnisse, Allart, Machtdemonstration, Rangbedürfnisse, seit 200 Millionen Jahren in der Evolution der Säugetiere liegen. Jemand, der ein Aquarium hält, kann sogar bei seinen Guppies, bei den Anfängen der Wirbeltiere, beobachten, dass sie Verhaltensweisen aufbauen, die ganz tief in uns liegen. Revierverhalten zum Beispiel. Kein Krieg, der nicht geführt wird mit Landkarten und Grenzziehungen. Revierverhalten, Territorienbesitz und Eroberung, Grenzverschiebungen. Wie im Aquarium für die Guppies führen wir jetzt Krieg als Menschen. Da ist die evolutive Linie eindeutig. Darauf ist es fälschlich zu sagen, das hat Gott so arrangiert. Dann würden wir Gott beanspruchen als Ursache zur Erklärung der Naturentwicklung. Würde er uns den freien Willen absprechen? Darauf kämen wir sofort noch. Entscheidend ist mir, einen Irrtum zu vermeiden, der in den Atheismus führen muss. Die Schüler, die heute mit 12 Jahren in die Religionsunterrichtsstunde gehen,
werden wahrscheinlich immer noch so instruiert werden. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und weil Gott das alles geschaffen hat, erklären wir jetzt die Natur als Werk Gottes. Dann kommen sie in die Chemie und in die Biologie und lernen das krasse Gegenteil. Es gibt keinen Plan. Es gibt eine Menge von Zufällen. Es gibt ungerichtete Faktoren. Es gibt Ergebnisse, aber keine angestrebten finalen Ursächlichkeiten. Das Weltbild passt so nicht zusammen, und am Ende ist es eine Frage der Reflexivität und des Mutes, wenn man den Kirchenglauben fallen lässt. Die Religion ist nicht nötig, um die Natur zu erklären. Das machen die Wissenschaften seit etwa 500 Jahren besser, zunehmend erfolgreicher. Und gleichzeitig verbreitet sich der Atheismus. Im Marxismus hat man gemeint sogar, ich glaube nicht ganz zu Unrecht, dass dieser Typ von Frömmigkeit auf Unwissenheit der Natur, auf Angst und auf Magie basiert. Mhm. Der Aberglaube wird durch Wissenschaft überwunden und die Magie durch Technik. Also muss man nur abwarten, wann MINT, die Naturwissenschaften in den Schulen, sich so weit durchsetzen, dass die Religion bestenfalls noch zur Moralisierung der Gemüter und vielleicht für Feierlichkeiten am Ort abrufbar bleibt. Die Religion ist aber sehr wichtig in einer Gesellschaft, die vom Menschen kaum was übrig lässt. Wir wollen unsere Schüler kaum für was anderes, als dass sie als Träger zur Sicherung des Industriestandortes Deutschlands im globalen kapitalistischen Machtvergleich zwischen den Industrienationen durchhaltsfähig werden. Ein Wettbewerb. Ein reiner Konkurrenzwettbewerb, in den die Schüler schon hineingeraten, indem man ihnen beibringt, sie sind hoch erwünscht mit guten Leistungen. Also streng dich an. Mhm. Die Elite der Besten. Neodarwinismus plötzlich als Kultur- und Politikkonzept. Dafür wäre die Religion dringend nötig, weil nur sie uns etwas sagen kann, das die ganze Natur uns nicht sagt und die Gesellschaft offensichtlich auch nicht. Jeder Einzelne hat einen absoluten Wert. Die Gesellschaft kann ihm den nicht zusprechen. Für den Einzelnen, selbst wenn er scheitert, ist es wichtig, wer er als Person ist. Nicht in den Augen der Mitwelt, der Umwelt oder der Nachwelt, sondern gegenüber einem anderen, der ihn als Person meint im Absoluten. Das ist der Ort der Religion. Unverzichtbar. Und wenn Sie jetzt fragen, was hat sich Gott gedacht dabei, ist dieser Glaube die Widerlegung. Daran zu denken, dass die Menschen nichts weiter wären als ein evolutives Produkt, ein Ergebnis der Gene und der biologisch-sozialen Umstände. Die Religion ist ein Kontrastprogramm, sich genauso nicht zu verhalten, wie es die Schimpansen täten. Die Bibel redet von dem alten Menschen und dem neuen Menschen. Das Christentum beginnt damit, dass wir mal die Sache neu anfangen und nicht in Reflexen, die im Urwald mal geboren und in der Steinzeit verewigt wurden, weiterbefolgen. Ist der Mensch Ihrer Meinung nach, also der neue Mensch, wie ich ihn jetzt bei Ihnen verstehe, ist das auch eine Metapher? Das ist insofern eine Metapher, als sie interpretiert, was als Handlungsbedingung mit Glauben gemeint sein könnte. Sehr abstrakt jetzt und allgemein gesprochen, aber doch einfühlbar, hoffe ich, für diejenigen, die uns zuhören, ist die Angst, die Menschen brutalisiert. Wenn Menschen Angst haben, wird ihnen alles möglich werden zu tun, um ihr Leben zu retten. Die furchtbarsten Dinge sind dann denkbar, schon gar in großen Gruppen. Ja. Es gibt dann kein Individuum mehr, es gibt eigentlich nur noch ein kollektives Ringen ums Überleben. Auch das gehört zu meinen Kindheitserinnerungen. Leute, Erwachsene im Bunker, mit denen man spielen konnte, denen man Liedchen vorsang, von denen man Bonbons bekam, konnten beim Fallen der Bomben in Hysterie geraten, konnten Sprüche dann machen, die auch für mich als Kind den Verdacht hatten, das würde genauso kommen. Würde ein amerikanischer Bomber abgeschossen werden, wird man in Lünchen, wenn einer der Piloten es überlebt. Jedes Tafelmesser muss zur Waffe werden, so was sagten unsere Nachbarn. Lauter liebe Kerle, aus Angst. Sie hassten die da oben, gegenüber denen sie wehrlos waren. Ich habe nie geglaubt, dass Menschen böse sind. Es waren lauter nette Leute, glaube ich heute noch. Aber Angst kann aus Menschen etwas ganz anderes machen. Dann würde die Bibel sagen, haben wir den alten Menschen. Wir haben gelernt, dass man auf Schlagen Gegenschläge übt, dass man Aggression nur überwindet mit Gegenaggression, dass man nur als Stärkster überlebt. Das ist das Erbe der Evolution. Die Botschaft des Neuen Testamentes ist völlig konträr.
solange du Angst hast vor dem anderen, wird auch er Angst haben vor dir. Du musst lernen, nicht Angst zu haben. Mahatma Gandhi konnte das mal sagen, der Pazifismus verfehlt sich selber, wenn er glaubt, mit Angst Politik machen zu können. Pazifismus beginnt mit der Selbstidentität, nicht Angst zu haben. Satyagraha in Festigkeit sich selber gegenüber. Das ist ein Vorwurf, den ich auch der Friedensbewegung mache. Die hatten damals bei der Dislozierung der Pershing II, ich glaube 200.000 Leute, die demonstrierten, weil man wusste, das Schlachtfeld beim Abschießen von atomaren Raketen wird Deutschland sein. Man machte Angst. Dito 1991 beim Golfkrieg von Bush dem Älteren. Über 400 Atombomben auf den Flugzeugträgern im Persischen Golf wurden vermutet. Man hatte Angst. Und die Marktplätze waren voll von Tausenden in der Friedensbewegung, die sagten, kein Krieg für Öl. Das ging in Ordnung. Aber viel wichtiger war mir damals zu sagen, Angst ist, wenn sie berechtigt ist, natürlich auch ein Moment des berechtigten Argumentierens gegen politischen Wahnsinn. Aber die Entscheidung zum Frieden kann genauso operativ eingeleitet werden mit wir haben Angst und wir müssen uns wehren. Und das ist heute beim Antiterrorkrieg der Standard. Überall droht der Feind, überall müssen wir gerüstet sein, die ganze Welt müssen wir kontrollieren, weil wir Angst haben. Das müssen wir überhaupt nicht, weil diese Art von Angst Freiheit erstickt. Das war Ihre Nebenfrage und jetzt beantworte ich sie gern. Freiheit kann nicht sein, wo Angst ist. Sie wächst aus Vertrauen und aus Identität der Person mit sich selber. Mhm. Können Sie mir erklären, warum im Moment die Friedensbewegung nicht wirklich präsent ist, wenn Sie sich mal anschauen, was wir im Moment in Europa erleben? Der Krieg ist ja spätestens seit der Ukraine wieder da, seit Jugoslawien ist er sowieso da. Wir zündeln mit in Syrien, ich bringe die Standorte auch gar nicht zusammen, an denen die Bundeswehr ihren Friedensdienst, ihre Peacekeeping Operations durchfährt. Rammstein ist ja der Hotspot, von wo aus das alles organisiert wird, das widerspricht völlig dem Grundgesetz. Da könnten die Menschen Angst haben, weiß ich gar nicht, ob sie es haben oder ob sie es verdrängen können. Die Menschen sind ja nicht auf der Straße. Warum ist das so? Also am 10. Juni zum Beispiel gibt es einen großen Tag, wo 10.000 dann in Rammstein hoffentlich kommen. Ich gehe davon aus, dass sie kommen. Aber warum ist es im Moment so wahnsinnig schwer, Menschen auf die Straße zu bringen? Ist es die Angst vor der eigenen Existenz, also den eigenen Job zu verlieren, wenn man dort erwischt wird? Die Rüstungsindustrie ist immer noch als Arbeitsbeschaffungsindustrie zumindest den Redensarten nach wichtig. In Amerika sogar sehr wichtig. In Deutschland nicht ganz so stark, aber sie profitiert. Wir stehen an dritter Stelle bei den Waffenexporten. Sie bildet einen Wirtschaftsfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. In der Bevölkerung sind es nach meiner Beobachtung zwei Dinge. Das eine ist eine konsequente Umerziehung seit 1989. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks hatten wir eine unglaubliche Situation. Das waren zum dritten Mal die Russen, Gorbatschow damals, der dem Westen vorschlug, abzurüsten. Nach dem Untergang des Warschauer Paktes könnte man die NATO genauso auflösen. Die Russen würden den Westen nicht bedrohen, der Westen würde den Osten nicht bedrohen. Wir könnten vom Ural bis zum Atlantik ein entmilitarisiertes Europa aufbauen. Wir könnten gigantische Beträge, über 35 Milliarden Euro allein in der Bundesrepublik seit 1991 in Friedensmaßnahmen konvertieren. Wir könnten die Probleme der dritten Welt, der Umwelt, der Arbeitslosen, der alten Rente, der Kindererziehung in den Kitas, der Krankenbetreuung, wir könnten all die Probleme lösen, die scheinbar gar nicht lösbar sind. Das Flüchtlingsproblem hätten wir nie gehabt, wären wir dem Projekt gefolgt. Mhm. Es wäre möglich gewesen. Zum dritten Mal sage ich, weil 1952 Stalin noch mit einer eigenen Note die Aufrüstung Westdeutschlands verhindern wollte. Dann kam 1956 der Rapacki-Plan des polnischen Außenministers, ähnlich gerichtet, militärische Neutralität. Das haben die Skandinavier geschafft, das haben die Österreicher geschafft, aber nicht Adenauer Deutschland. Mhm. Da saßen die Amerikaner als Dauerbesatzer und sitzen da bis heute. Ja. Seit 1989 ist die Umerziehung voll im Gange. Ich habe damals geschrieben, man hat uns all die Zeit im sogenannten Kalten Krieg geködert mit einer Lüge, einem moralischen Splitting. Das lautete, wir brauchen Soldaten, aber nicht, damit wir jemals tun, was Soldaten tun. Wir brauchen die Soldaten nur zur Abschreckung. Die lernen das Abscheulichste bis hin zum Atomkrieg, bis zum bakteriologischen Krieg, bis zum chemischen Krieg. Alle konventionellen Mittel, Napalm, Sprengbomben, all das wird eingesetzt. Profi-Massenmörder. Aber nur,
voluntativ zur Abschreckung. Wir müssen so schrecklich sein, dass niemand wagt, uns anzugreifen. Wir drohen nur mit dem Schrecklichen. Das war absurd, weil man nur drohen kann, wenn man es ernst meint. Drum konnte damals, 1956, die Barmer Synode evangelischerseits erklären, wer A sagt, muss auch B sagen. Es ist nicht gut denkbar, dass jemand auf dem Kasernenhof seinen Eid leistet, er wird eingegangene Befehle auch ausführen. Er verschiebt die Verantwortung auf die befehlsausgebende Instanz, er ist nur noch zuständig für die Exaktheit durchzuführen, was man ihm gesagt hat. Um dann zu erklären, nein, das wollte ich aber nicht. Es ist ein moralisches Splitting, das von Anfang an nicht glaubhaft war. Aber mit diesem einlullenden, beruhigenden Gewissen, wir müssen ja nie tun, was wir lernen. Wir tun es ja nur, um es nie zu tun. Wir sind Soldaten, um nie Soldaten werden zu müssen. Hat man im Kalten Krieg die Deutschen angeworben. Und das funktionierte. 1989 habe ich in der Evangelischen Sonntagszeitung geschrieben, ab jetzt werden wir töten müssen. Wenn wir jetzt die Bundeswehr beibehalten, ist sie keine drohende Armee mehr, sondern eine Einsatzarmee oder sie verliert jede Existenzberechtigung. Also werden wir nicht mehr üben, wenn man tötet, wir werden töten müssen. Oder wir lösen die Bundeswehr auf, es gibt keine Feinde mehr, die wir abzuschrecken hätten. Man wollte die Bundeswehr weiterführen und man wollte vor allem der NATO eine neue Rechtfertigung geben. Man hat den Russen damals erklärt, Baker, es wird nicht ein Zentimeter die NATO sich nach Osten bewegen. Es wurde diskutiert unter Genscher, dem Außenminister damals, ob die alte DDR, die neuen Bundesländer überhaupt militärisch von der NATO noch okkupiert bleiben könnten oder werden würden. Ja. Man hat das verneint. Genau das Gegenteil geschah dann unter Jelzin. Das war die Marionette im Grunde, die die Amerikaner sich in Russland installiert hatten. Und mit ihm konnte man all das machen, was Ostausdehnung der NATO zum Programm vom Bush dem Älteren und später dann der Clinton-Administration zählte. Und die Deutschen wurden sukzessive, scheibchenweise da hineingelockt. In Somalia haben wir, glaube ich, Zelte für sanitäre Aufwendungen gestellt. Damals im Irak haben wir mit Scheckbuchstrategie uns versucht rauszuhalten. Aber immer weiter wurden wir rangerückt. Entscheidend war dann 1995 der Bosnien-Konflikt. Auch der hätte beendet werden können, wenn nicht Madeleine Albright, die amerikanische Außenministerin, ihren Krieg auf dem Balkan gewollt hätte. Aber auch Joschka Fischer war hier eine Hilfe, muss man dazu sagen. Sofort, dann komme ich zu der deutschen Außenpolitik. Die Amerikaner wollten das Gebiet der NATO auf dem Balkan arrondieren. Also musste Jugoslawien zerschlagen werden. Das war ein Plan im Übrigen schon, der in Deutschland ausgeheckt wurde. Der Vorgänger von Genscher war Herr Kinkel. Und als er noch Chef des BND, des Deutschen Nachrichtendienstes, war, gab es Planspiele. Dahingehend, was nach dem Tode Titos mit Jugoslawien werden würde. Ein quasi kommunistischen Machtblock. Und man hatte nichts Besseres als Einfall, die ethnische Konfliktsituation sollte ausgenutzt werden. Die Spannungen zwischen Kroaten und Serben, zwischen orthodoxen Serben und den Muslimen. Das betraf vor allem dann das bosnische Gebiet. Izetbegovic, Milosevic, Tudjman. Und als dann Genscher die Deutschen als erstes die Kroaten anerkannten als selbstständiger Staat, begann es. Ich will nicht unterstellen, dass man die Grausamkeit eines echten Bürgerkriegs zwischen Völkern, die alle dieselbe Sprache reden, serbo-kroatisch, hat abschätzen können, wie viel kulturbedingter Hass da ist, wie viel aufgeladener Explosivstoff. Aber man wollte ihn haben, damit es kein Jugoslawien mehr gibt und dass die NATO da bleibt. Das tut sie im Kosovo bis heute. Sie kann da auch nicht weggehen, so wenig wie sie weggehen kann aus Afghanistan. Sie ist immer nur gekommen, um Frieden zu schaffen und dann ist sie unentbehrlich, um da zu bleiben. Sie zündelt erstmal die Konflikte, dann muss sie eingreifen und dann müssen wir mitmachen. Es waren lauter Lügen im Übrigen. Wir haben 1999 eingegriffen mit Bombardements, die uns Herr Fischer beigebracht hat. Scharping war der Verteidigungsminister und er erläuterte den sogenannten Hufeisenplan. Den hat es nie gegeben, es war eine Propagandalüge. Ratschak wurde aufgebaut als ein Kriegsverbrechen der Serben. Heinz Lokai, Brigadegeneral in Wien, hat damals ein kleines Buch geschrieben, welch eine Propagandalüge in Ratschak
geschah. Srebrenica ist heute immer noch im Bewusstsein der Deutschen die Rechtfertigung dafür, dass man gegen solche schlimmen Menschenmörder, die ihr eigenes Volk hinrichten, doch angehen muss mit militärischer Gewalt. Dass das alles Propagandalügen sind, wir sind die wenigsten. Die Massengräber ergeben ungefähr 2.000 bis 3.000 Tote. Das mag höher liegen, aber es sind nicht die Kriegsverbrechen, von denen man spricht. Es sind die furchtbaren Opfer eines Bürgerkriegs, der grausam geführt wird mit allen Mitteln, das ist wahr, aber auf allen Seiten, mit allen Mitteln. So können Menschen sein und davor hätte man sie bewahren müssen durch eine kluge Politik. Es war damals Madeleine Albright, die ihren Krieg wollte und in Rambouillet mit Milosevic so verhandelt hat, dass ein Abkommen gar nicht möglich sein sollte. Es hätte darin bestanden, dass man freiwillig den serbischen Korridor der NATO öffnet als Dauerbesatzer. Kein serbischer Präsident hätte das unterschreiben können. Also musste der Krieg sein. Deutsche über Belgrad als Bomber. Und dann bekam es wirklich der grüne Außenminister Joschka Fischer fertig zu erklären, dass er gelernt hat, dass kein Krieg mehr sein darf, dass er aber auch gelernt hat, dass Auschwitz nicht mehr sein darf. Also Milosevic ist Hitler. Was die Serben tun, ist faschistisch. Dass die Serben ermordet wurden unter den Ustaschi und unter der Nazi-Aufsicht, in Schlachtwettbewerben im Konzentrationslager, zum Beispiel in Jasenovac, etwa 600.000, muss das Herr Fischer wissen. Muss er von dem Leid der Serben wissen, denen wir Deutsche jetzt zumuten, dass sie wieder unsere Opfer sind. Das sind Tausende gefallen. Dann wurden uns vorgeführt, dass Hunderttausende auf der Flucht sind im Kosovo. Das waren sie vor den NATO-Angriffen. Im Kosovo war das Verhältnis von Albanern zu Serben von 10 zu 1 ungefähr. Wer also hätte geschützt werden müssen von den Leuten, die dann unter Tadji, dem späteren hochgehobten und kriminellen Führer in Kosovo, unter albanischer Flagge installiert wurde? Der Mann konnte prima regieren, geschützt von den Amerikanern, die nichts weiter wollten, als die Serben aus dem Gebiet drängen. Noch heute muss die KFOR da sein und einen unsicheren und eigentlich unsinnigen Frieden herstellen, der nicht möglich ist. Herr Drewermann, Sie sprechen hier auch den Krieg der Bilder an, den Propagandakrieg. Wie, wenn Sie sich das anschauen, was wir heute haben, welche Rolle spielen denn heute die Medien im Bereich Syrien, im Bereich, wie mit Muslimen umzugehen hat, im Bereich auch Ukraine? Ist das perfektioniert oder findet da ein Umdenken statt? Man kann Kriege nicht führen, ohne dass die Bevölkerung darauf eingeschworen wird. Und das Problem ist, die Reklame so zu lenken, die Vorkriegspropaganda so zu steuern, dass der Krieg als einzige alternativlose Entscheidung der Menschlichkeit offeriert wird. Die Friedensbewegung hatte 1991 zum Beispiel das Problem, gegen Saddam Hussein auf den Straßen protestieren zu sollen. Das fiel sehr schwer, weil die Amerikaner sich ausgedacht hatten, mit Schaubildern, mit einem Video zu zeigen, warum in Kuwait ein Kriegsgrund existiert. Nebenbei gesagt die kleine Vorgeschichte. Der Irak hatte 1990 68 Milliarden Dollar Schulden aufgrund des Kriegs, in den die Amerikaner gegen Khomeini und den Iran ihn installiert hatten, ein Stellvertreterkrieg. Und Saddam Hussein dachte, eigentlich sei der Westen ihm verpflichtet und die Schulden kein Problem. Das wurde zum Zwinggriff, den Irak einzukreisen. Sein Militär, das die Amerikaner aufgerüstet hatten, war im Mittleren Osten zu gefährlich, zu stark. Also musste man was tun. Die Kuwaitis weigerten irgendeine Beihilfe beim Schuldenkredit. Und dann kam die Logik, dass Kuwait nichts weiter ist als eine britische Kolonie, die man zur Erdölplattform für den Westen umfunktioniert hat. Eigentlich gehört das zum Irak. Das ist historisch nicht ganz verkehrt, wenn man sich die Landkarte ansieht. Entscheidend war, dass die Botschafterin in Bagdad, April Gillespie, damals erklärt hat, die Amerikaner würden das als eine innerarabische, irakische Angelegenheit betrachten. Das war im August. Und dann war der Überfall auf Kuwait. Man hat Saddam Hussein in die Falle gelockt. Die irakische Armee war früh genug entschlossen, aus Kuwait wieder abzuziehen. Es hätte wenig Opfer gegeben. Nicht über 200.000 Menschen, die man dann getötet hat. Mit einem Bombardement von 50 Nationen ungefähr 2 Monate lang.
Das Problem der Friedensbewegung war, dass die Amerikaner zeigten, was irakische Soldaten in Kuwait tun. Man muss sich das vorstellen. Solche Leute sind im Irak, die Soldaten unter dem Diktator Saddam Hussein. Da ist ein Krankenhaus. Ja, da sind Babys in Brutkästen. Ja. Unschuldige Kinder, die gerade zur Welt kommen. Und diese nehmen die Kinder, werfen die auf den Boden, auf die Steinfliesen, ermorden die unschuldigen Kinder. Was muss man da tun gegen solche Unmenschen? Man muss einschreiten. Das geht nicht anders. Wir müssen jetzt töten, damit nicht länger getötet wird. Wir müssen den Diktator, den zweiten Hitler, den Irren in Bagdad, titelte die Bild, bekämpfen. Wir müssen ihm das Handwerk legen. Das war die Motivation, das waren Bilder. Wer kam in der Friedensbewegung darauf, dass das getürkte Bilder waren, die man in London gedreht hatte mit der Tochter eines der Botschafter? Bilder, die nur gefaked waren. Bush, der Ältere, wusste, dass dem so ist. Er hat, ich glaube, in über 40 Reden sich bezogen auf diese Videos, um zu sagen, wir können überhaupt nicht anders. Dies ist kein Krieg, sprach er, der geführt wird zwischen Christen und Muslimen. Dies ist ein Krieg um das, worüber immer Krieg geführt wird, zwischen Gut und Böse. Ja. Und ich sage, das Ende dieses Krieges wird der Sieg des Guten sein. Ja. Also müssen wir morden, damit nicht länger gemordet wird. Das Beste, was man sagen kann über den Bewusstseinszustand der Deutschen, ist, dass man sie noch belügen muss, um sie kriegsfertig zu treiben. Aber im Falle Russland-Ukraine scheint es ja sehr schwer zu fallen. Also das Image des Russen, sage ich mal, in Deutschland ist immer noch so, die Deutschen sind kriegsmüde, sie wollen das nicht. Glauben Sie, dass Deutsche was gelernt haben? Dass man sie belügen muss, zeigt, dass es der deutschen Bevölkerung immer noch schwerfällt, in den Krieg mit Hurra zu gehen. Wir haben nicht die Mentalität der Amerikaner, die seit 1865, seit dem Ende des Bürgerkriegs, nie im eigenen Korridor haben Krieg führen müssen. Wenn man jetzt von Grenzstreitigkeiten in Mexiko mal absieht oder in Kuba oder Besetzung von Kolonien. Im eigenen Land haben sie nie Krieg mehr erlebt, seit über 140 Jahren. Anders in Europa, da hatten wir in all der Zeit Kriege, aus denen wir gelernt haben, wie absurd es ist, Gewalt einzusetzen an der Stelle, wo man miteinander reden müsste. Und das ist nun das Problem. Eine Russland-Hasserin wie Condoleezza Rice, Außenministerin unter Bush, immer wenn er nicht weiter wusste, Bush der Jüngere schrie, give me Condi. Und die musste ihm dann einflüstern, was man in Russland macht, was man in Bagdad macht. Krieg, ein großes Amerika, das zeigt, wie es militärisch mit Boots on the Ground marschieren kann. Und unsere Jungs räumen da auf. Das waren gar nicht unsere Jungs. Ein Drittel der Armee sind reine Söldnertruppen, wie im 30-jährigen Krieg unter Wallenstein. Ja. Gekaufte Profis, Killermaschinen. Gut bezahlt allerdings, unter Einsatz freilich ihrer Lebensrisiken. Über Russland müsste man so darüber nachdenken, dass man mal hört, wie Putin auf der sogenannten Sicherheitskonferenz 2007 unter Herrn Ischinger in München gesprochen hat. Die Sicherheitskonferenz ist ein Schaulaufen, um vor allem Politik, Wirtschaft und Militär strategisch zusammenzufassen. Ischinger war eine Zeit lang Botschafter in Washington und ist durch die Transatlantikbrücke bestens als Sprachrohr der US-Interessen vernetzt. Und organisiert das sehr erfolgreich. Die Friedensbewegung demonstriert dann meist auf dem Marienplatz, gegenüber ist das Hotel und die Polizei beobachtet, damit die Friedensbewegung nicht gewalttätige Ausschreitungen sich zu Schulden kommen lässt. Es ist grotesk. Damals, 2007, konnte Putin sagen, dass Russland mit dem Westen reden könnte und sollte über die Gleichberechtigung aller Völker und Nationen, dass die Zeit zu Ende ist, wo man fremde Länder okkupiert, um machtpolitische Vorteile zu ziehen, wo man Rüstungspolitik betreibt, um im Grunde kriegerische Überlegenheit zu produzieren. Die Zukunft der Welt könnte eine friedliche sein. Ihm schwebte vor ein Handelsaustausch, ähnlich wie 1989 noch Gorbatschow. Es gab damals die Vision, die in Europa möglich gewesen wäre, Eurasien zu vereinen, von Vladivostok bis Barcelona und Lissabon, als Wirtschaftsunion, Gesamteurasien. Genau das, was Russland vorschwebte und was dem Westen gut getan hätte, war natürlich der Albtraum der Amerikaner. Genau das ist es, was mit der Ostausdehnung der NATO verhindert werden soll, was mit TTIP jetzt, den
neuen Freihandelszonen unterlaufen werden soll und was dann auch in der Ukraine boykottiert werden soll. Nun beruft sie auf die Baltenstaaten, deren antirussische Phobien zum Teil geschichtsbedingt, zum Teil aber auch propagandistisch genutzt werden, und hat die Ukraine-Krise bewusst in Kauf genommen. Natürlich hätte man in Kiew eine Situation nicht herbeiführen müssen, die in der Orangenen Revolution im Grunde mit faschistischen Gruppierungen zur Ausschreitung von Gewalt geführt hätte und dann zur Entfernung des Präsidenten und zum Einsetzen von Leuten. Nulein sprach damals, Jas wird das machen. Jasenjuk, den man gerade mit Misstrauensvotum beinahe vom Amt gejagt hätte, rein weg in den Militarismus der NATO-Strategie hätte zurück einordnen wollen. Seitdem haben wir das. Simpel. Natürlich konnte man wissen, dass die Ukraine kulturell in zwei Bereiche gespalten ist, auch wirtschaftlich. Der industrialisierte Osten ist russischsprachig, ist angelehnt an Russland. Der Westen hat sich orientiert unter den Habsburgern in Polen, unter allen möglichen Regierungen, sehr viel stärker nach dem Westen. Es ist nicht einfach, in der Ukraine zu regieren. Aber nur mal jetzt historisch gesprochen. Es gehört das Gebiet, das wir heute die Ukraine nennen und das erst seit ein paar Jahren überhaupt selbstständig ist, länger zu Russland, als dass es die Vereinigten Staaten von Amerika geschichtlich überhaupt gibt. Man kann das nennen die Gewaltpolitik der Zaren, da ist was dran. Aber die Amerikaner existieren auch nur durch die Gewaltpolitik der Landeseroberung in dem, was wir heute die USA nennen. Das ist ungefähr pari zu nehmen, wobei die Ausrottung der Indianer noch was anderes ist als die Okkupation der Getreidevorkommnisse in der Ukraine. Das alles wusste man, hat man aber übersehen. Man hat auch übersehen, dass die Krim nicht nur russischsprachig ist, sondern wirklich in freier Wahl zu Russland gehören möchte. Dass sie, ich glaube, 1954 durch Großzügigkeit Khrushchevs verschenkt wurde, in der Meinung, das Sowjetimperium ist natürlich unverwüstlich bis zur Ewigkeit, war historisch ein Irrtum, ändert aber doch nicht an den nationalen und vor allem ethnischen Voraussetzungen. Es ist wirklich so, dass über 90% in der Krim einen Anschluss an Russland gewollt haben. Und die Besetzung der Krim ist keineswegs die Gewalttat, von der wir gerade bei der Besetzung des Baltikums durch die NATO geredet haben. Es gab für das Baltikum überhaupt keine Absprache bei der Bevölkerung. Wir haben gebombt. Da brauchte man gar keine Zustimmung. Wir fühlten uns ermächtigt, weil wir ja wussten, was denen gut tut. In der Ukraine hat man abgestimmt. Und also gehört jetzt die Krim zu Russland. Glaubt man im Ernst, dass man in der Zone des Schwarzen Meeres Militärstützpunkte möglichst in Sewastopol einrichten könnte, um die Russen in die Zange zu nehmen? Dass es möglich ist zu sagen, wir wollen nur den Frieden, wenn wir in Polen, in Tschechien Raketen stationieren, die iranische Raketen sollten es nur sein, mit aller Sicherheit aber russische Raketen abfangen sollen. Ja. Mehr noch, als damals in der Nachfolge Genschers Westerwelle Außenminister wurde, war es, wenn ich mich recht erinnere, eine seiner ersten Optionen, die atomare Bewaffnung der Amerikaner vom deutschen Boden zu entfernen. Das sollte im Erbe noch der Entspannungshaltung, die von Außenminister Baar unter Willy Brandt gepflegt wurde, ein deutscher Beitrag zur Befriedung der Welt werden. Es ging nicht. Es ging nicht. Die Amerikaner setzten sich durch. Unter Merkel ist das heute nicht einmal ein Problem, dass die vorhandenen Atombomben modernisiert werden, auf deutschem Boden durch die Amerikaner. Jetzt haben wir diese Situation. Die Amerikaner bereiten sich vor auf einen möglichen atomaren Erstschlag. Ist das so? Und den können sie sich erlauben, weil es keine Reaktion der Russen geben wird, vorausgesetzt, der Abfangschild ist dicht genug. Das ist, was zum Beispiel Craig Roberts, ein Mann, der unter Clinton Vizewirtschaftsminister war, in seinem Buch schreibt. Sind wir unserer Meinung nach? Schreibt jetzt über Hillary Clinton als der Chaos-Queen, eine Frau, die in Paris seit der Zeit des Vietnamkriegs in der Friedensbewegung aktiv ist. Herr Drewermann, was Sie sagen, sind wir im Moment in Vorkriegszeiten, ohne das zu wissen?
Es spricht manches dafür, dass die Amerikaner ähnlich leichtfertig wie Ronald Reagan von der Führbarkeit atomarer Kriege neu überzeugt sind. Vorausgesetzt, sie haben einen Verteidigungsschirm, der sicher genug ist, keine Feindraketen durchzulassen. Und sie hätten eine atomare Übergangsbewaffnung, die so stark ist, dass sie einen Erstschlag erlaubt. Was sollte die Amerikaner hindern, eine solche Kriegsform für möglich zu halten? Trainiert wird sie. Wurde sie im ganzen Kalten Krieg, nur da konnte man sich's nicht leisten. Heute glaubt man, das im Ernst tun zu können. Das ist kriegsgefährlich, weil man nicht Milliarden ausgibt jedes Jahr für Dinge, die man nicht irgendwann auch einsetzen wird. Allein das Machtgefälle kann so leichtsinnig machen, dass man am Ende Konflikte für immer noch lösbar hält, deren Krisenbewusstsein ausgestorben ist. Das kann in der Ukraine jetzt passieren, das kann in Syrien passieren, das kann in Libyen passieren. Es gibt brandgefährliche Zonen mehr als noch. Wir haben die Türkei als NATO-Staat, möglicherweise im Kriegseinsatz gegen Russland. Das alles wird vorbereitet, wird zumindest nicht vermieden. Es wird sehr heiß gekocht, muss man wirklich sagen. Es wird sehr heiß gekocht und es könnte jederzeit überkochen. Wohlgemerkt, diejenigen, die das wirklich nicht wollen, sind paradoxerweise diejenigen, die wir für die Kriegstreiber und Aggressoren erklären. Das ist Russlands Putin. Putin hat für Syrien seit über 4 Jahren plädiert, dass man mit der Regierung Assad eine Friedenspolitik bis hin zur Neuwahl, möglicherweise auch ein neues Regime und einer anderen, möglicherweise verbesserten politischen Kultur einführt. Lavrovs System war in all der Form konzentriert darauf, in Gesprächen mit dem Iran, mit Syriens Machthaber Assad zu versuchen, die Gefahren einzudämmen. Wer das nicht wollte, waren wieder mal die Türken und vor allem die USA. Die haben großgezüchtet mit Hilfe Saudi-Arabiens und der Golfstaaten, was wir heute den IS nennen. Herr Drewermann, ich möchte hier rein. Das, was Sie beschreiben, da könnte man ja jetzt dann darüber nachdenken, das, was dort passiert, dass also ständig ein Feind produziert werden muss, Landgewinne stattfinden müssen, also dieses Muss steht überall, hat das möglicherweise mit unserem Wirtschaftssystem zu tun, was sich ausbreiten muss, um in irgendeiner Weise stabil zu sein? Ist der Krieg nur eine Metapher? Im Prinzip ist er das. Das eine ist, wir müssen nochmal befestigen, dass diese Analyse nicht gesponnener Anti-Amerikanismus ist. Es wird von Leuten wie Diana Johnstone zum Beispiel, eine gute Amerikakennerin, Zug um Zug, durch die Verhandlungen, durch die Namen, durch die Zeitumstände belegt, wie Amerika eigentlich nie den Frieden gewollt hat seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern seine Machtausdehnung. Sie haben den Ersten Weltkrieg gewonnen und damit den europäischen Kontinent. Und wir hören jetzt mit voller Absicht einen Mann, der zum Gouverneur in Afghanistan wird, sagen, die Amerikaner waren in Deutschland über 60 Jahre, warum können wir nicht auch in Afghanistan über 60 Jahre bleiben? Und siehe, das ist der Kriegsgrund, in Afghanistan zu sein. Mitten in Asien hat man plötzlich den Fuß in der Tür zwischen Indien und China. Man kommt an die Rohstoffe ran, man sitzt in der weichen Zone Russlands. Man hat in Usbekistan, Kasachstan, wo sie wollen, die besten Startbedingungen für Luftangriffe. Man hat eine vollkommene Überwachung. Im Übrigen auch im Kosovo hat man eine riesige Militärstützpunkte eingerichtet, in denen Amerika schalten und machen kann, was es will. So geht das nur. Es gibt keinen Staat auf Erden, der nicht über, man darf schätzen, je nachdem, wie man es zählt, über 680 Militärstützpunkte global auf der ganzen Welt hält. Das ist nicht Russland, das ist Amerika. Herr Drewermann, hat das mit unserem Wirtschaftssystem zu tun, mit dem Westen? Es ist nicht möglich, sich das aggressivste Wirtschaftssystem in Gestalt des Vernichtungswettbewerbs im Kapitalismus aufzubauen und dann am Ende Frieden zu wollen. Das geht nicht, schließt sich aus? Das schließt sich definitiv aus. Wir haben den Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes schon skizziert, die Abhängigkeit der amerikanischen Wirtschaft von der Rüstung. Das geht bis in die Sozialunterstützung. Es ist ein Transfersystem, wohin Überschüsse aus dem Militär überwiesen werden können in den Zonen, in denen das Militär angesiedelt ist. Es geht bis in die Bürgerrechte praktisch hinein, die Abhängigkeit vom Militär plus dem ganzen Sponsoring. Es ist keine Übertreibung zu sagen, im amerikanischen Senat sitzen lauter Leute, die von irgendwem eingekauft wurden. Herr Drewermann, lassen Sie uns mal nach Deutschland kommen. Damit wir das noch genauer sagen, es ist der Zugriff auf die Ressourcen. Ja.
Ich mache es jetzt im Schnelldurchlauf. Kapitalismus besteht in zweierlei: in der Verwertung menschlicher Arbeitskraft und in der Verwertung des Kapitals, das so gewonnen wird. Das Wichtigste dabei ist die Kosteneinsparung im Konkurrenzvergleich. Sie können aber Kosten nur einsparen, wenn Sie den Lohnfaktor durch Lohndumping oder Outsourcing von Arbeitsplätzen minimieren. Und Sie können Rohstoffe nur einsparen, indem Sie Diktatoren einsetzen in den Ländern der Dritten Welt, wo Sie die Rohstoffe zu scheffeln gedenken. Sie müssen die Handelswege kontrollieren, die Abbaubedingungen kontrollieren, die Technologie implementieren. Und all das setzt Krieg voraus. Freiwillig geht das nicht. Herr Drewermann, das, was Sie so detailreich beschreiben, das kann ja einen jungen Menschen, ich hätte auch für Verständnis, schwermütig machen, weil das scheint so, wie das ist eben so. Das ist schon immer so gewesen. Dein Vater erzählt das, dein Großvater, und wenn dein Urgroßvater noch leben würde, würde er es genauso sagen. Wie kommen wir raus aus der Nummer? Also wenn wir sehen, dass Arbeit zweitel knapp wird und der Mensch, der mit Arbeit auch Würde verbindet, wenn das auch knapp wird, Würde knapp wird, können Sie uns vielleicht mal einen Wurf liefern, wo der junge Mensch sagt, okay, das klingt vielleicht revolutionär, aber vielleicht ist das ein Ausweg aus dem, was Marx gesagt hat, dass die Maschine sich immer nur vervollkommnet. Also zum Beispiel, Sie sind ja auch ein Zinskritiker, würden wir rauskommen aus dieser Maschinerie, die, wie Sie als Kriegsmaschinerie eben beschreiben, dahinter steckt ja die Wirtschaft, wenn wir zum Beispiel sagen, lassen Sie uns Arbeit und Geld, Lohn, Einkommen voneinander trennen, Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen, wäre das eine Möglichkeit? Das ist eine Möglichkeit, aber wir müssten erstmal die Preisbildung ändern. Die Dinge sind viel zu billig, weil sie die Extras, die Folgekosten nicht mit einrechnen. Die Zerstörung der Natur zum Beispiel spielt in unserer Ökonomie kaum eine Rolle. Natur ist gratis, auch für die Marxisten im Übrigen. Das sind Rohstoffe, denn Werte werden gebildet durch menschliche Arbeit. Also die Termiten können, die Korallen, arbeiten, solange sie wollen, das zählt nicht. Nur wenn Menschen es abbauen, kann es sich verrechnen, ökonomisch im Volkseigentum, im Bruttoinlandsprodukt. Schon das ist falsch. Der andere Fehler liegt darin, dass auch die sozialen Folgekosten natürlich nicht in den Preisen verrechnet werden. Rationalisierungsmaßnahmen sind sehr kostengünstig. Es werden Arbeiter freigesetzt. Der Fortschritt der Technologie, vor allem in der Datenverarbeitung, führt dahin, dass viele Arbeitsplätze nicht mehr nötig sind. Ein türkisches Mädchen mit 20, das an der Kasse des Supermarktes sitzt, könnte genauso gut durch irgendeine Lesemaschine abgelöst werden. Fast muss man denken, die Konzerne sind noch nett genug, den Arbeitsplatz zu erhalten mit einem Dumpinglohn. Und wenn es schön aussieht, ist es ja auch marktgerecht, dass es den Kunden freundlich zulächelt, sonst wird es gefeiert. Jeder Spaß ist da erlaubt, aber Marx schreibt um 1860 im ersten Band des Kapitals, was das Industriekapital angeht, diese Form der Ausbeutung macht den Menschen zum Sklaven der Maschine, raubt ihm jegliche Würde, zerstört sein Eigenleben, macht die Zeit zum eigenen Betriebsfaktor. Effizienzsteigerung um jeden Preis. Des Profits. Entwertet seine eigene Intelligenz, die der Maschine zugeschlagen wird, die er nur noch funktional verwalten soll, indem er sich selber zur Maschine macht. Die Frauen und Kinder werden wie unter das Rad des Gottes Shiva gedreht und zum reinen Opfer des Fortschritts dieses Kapitals gemacht. Das hat er völlig richtig gesehen. Sie sagen jetzt noch, der Zins, da sind wir beim Finanzkapital. Sie müssen plötzlich gar nichts mehr tun, auch nicht mehr Unternehmer sein. Das Geld verdient sich selbst, Sie müssen es verleihen. Sie gründen eine Bank, Sie haben 4% Stammkapital, das können Sie sogar noch leihen, aber dann können Sie bis zu 10% zumindest Kredite geben. Die zaubern Sie aus dem Gar nichts, und für die 10%, die Sie damit gewinnen, können Sie 12% den Diskontsatz den Kreditnehmern abnehmen. Die Banken untereinander kriegen es beinahe gratis. Und wenn Sie so nett sind, eigenes Geld im Sparstrumpf bei der Bank zu hinterlegen, auf Ihrem Girokonto zum Beispiel, kriegen Sie überhaupt nichts. Nicht einen Cent. Aber haben Sie im Minus stehen, sagen wir 1.000 Euro, da greift die Bank zu. Und jeder in Deutschland braucht ein Girokonto. Sogar die Habenichtse werden in diesem Jahr eine eigene Kreditkarte bei der Sparkasse bekommen. Das müssen sie, denn nur dann sind alle Geldbewegungen kontrollierbar. Geht es um Kontrolle? Es geht um Kontrolle, und es geht auch um die Praktik der Überweisung, wenn das Sozialamt wirklich mal Geld hat.
zuweist, dann geht das schneller, als wenn man die Burschen kommen lässt, natürlich. Aber im Wesentlichen gibt es die Kontrolle. Und sie können den Leuten auch nicht mehr helfen. Sie können ja nur einzahlen auf Girokonto und schon verdienen sie nicht mehr Sozialhilfe. Wenn sie jemandem helfen, sagen wir mit 500 Euro, dass er seine Miete bezahlt, verliert er dieselbe Summe beim Sozialamt. Das kann man nur machen, wenn man alles kontrolliert. Neue Schönheiten. Worauf Sie hinaus wollen, ist die unvermeidliche Grausamkeit dieses Gesamtsystems. Die Ausbeutung der dritten Welt. Eine Hauptfolge sehen wir jetzt in Millionen Menschen, die man entwurzelt hat. Noch gar nicht gesprochen haben wir von dem Aufkauf ganzer Gebiete in den Ländern der dritten Welt. Ja. Saudi-Arabien verkauft in den skandinavischen Ländern Kartoffeln, die angebaut werden in Äthiopien. Inmitten eines Volks, das verhungert, ich weiß, wo es hin soll. Die Ländereien sind unterm Boden weggekauft. Kaffeeplantagen sind die Pflicht, damit man die Schulden bezahlt, die Äthiopien seinen eigenen Kreditgebern aufgenommen hat. Dafür sagt der IWF, es muss zurückgezahlt werden. Dieses ganze absurde System, das wir Wirtschaft nennen, basiert auf der globalen Ausbeutung und Selbstdurchsetzung der Strukturen, die wir im Westen aufgebaut haben. Herr Drewermann, wenn man Ihnen zuhört, was sagen Sie denn am jungen Mensch, wie soll der sich denn motivieren? Ich kann eben nicht Hoffnung machen, dass wir die Leute sind, die das überwinden. Ich habe die katholische Kirche nicht überwunden, das habe ich eben noch gesagt. Wir werden auch den Krieg nicht loswerden in unserer Zeit. Aber wir können jetzt schon sehen, dass Friede, politischer Friede, die Ersetzung von militärischer Gewalt durch die Option am Verhandlungstisch, die Bedingungen der Zukunft sind. Wir können so nicht weitermachen. Natürlich ist das ein apokalyptisches Szenario. Man muss immer mit dem Schrecken in die Planung gehen, um zu sagen, es darf so nicht weiter fortgefahren werden. Wir müssten auch die Sprüche loswerden, die Friedensnobelpreisträger Obama über den Mund kommen. Diese verstehen nur die Gewalt. Bei dem Clinton, die gerade droht, neue Präsidentin, Nachfolgerin zu werden, erklärt, Putin versteht nur die Sprache der Gewalt. Also müssen wir mal wieder bomben. Statt mit Leuten zu reden, statt zu versuchen, sie zu begreifen. Ist das Zuhören der wirkliche Weg zum Frieden? Kann man das lernen? Absolut. Also jeder Lehrer wird doch dasselbe machen, jeder Vater in der Familie. Geschwister zanken sich, Schüler zanken sich. Dann wird der Lehrer nicht sagen, wer hat Recht von euch und wen muss ich unterstützen? Wem helfe ich, dass er den anderen gründlich verhaut? Ich würde sagen, mir missfällt das Ganze. Wer hier zankt und streitet, hat gemeinsam Unrecht. Ich will nicht hören, wie es anfing. Ich interessiere mich jetzt mal, wie es aufhört. Und dann können wir darüber uns unterhalten, was ihr beide auf dem Kerbholz habt, was ihr durchsetzen wolltet, eure Interessen. Und die versprachlichen wir mal so, dass Kompromisse möglich werden. Es geht nicht, sich jenseits der Neutralität zum Kampfpartner einer bevorzugten, interessengelenkten Partei zu machen. Aber das ist, was Amerikaner rund um den Globus tun. Sie polarisieren in die Guten und Bösen, in diejenigen, die uns nützen können. Das kann am Ende sogar der IS sein. Das können die Dschihadisten in Afghanistan sein. Das kann sein, wer will, wenn es uns nur nützt. Das können auf dem Maidanplatz Faschisten sein. Völlig egal, wenn es nur die Richtigen sind in unserer Machtbesetzungsoptik. Davon müssten wir runter und dann ist die Zukunft der Welt natürlich drin gelegen, dass nicht mehr die US-Außenpolitik nach Sheriff-Laune Frieden diktiert, sondern dass wir ein interessenunabhängiges Gremium hätten. Das müsste idealtypisch die UNO sein, das kann sie nicht sein, solange sie von den USA stranguliert werden. Die weigern einfach die Finanzunterstützung, die nötig wäre. Sie brauchen die UNO als Sprechbühne. Sie schalten die Vollversammlung aus im Sicherheitsrat, kurz, sie machen, was sie wollen. Hätten wir eine Volksvertretung, die global ein Rechtsinstitut bilden würde wie die UNO, interessenunabhängig, ein Gerichtshof, der lokal nicht lösbare Konflikte lösen könnte durch die Notwendigkeit, an den Verhandlungstisch zu kommen und notfalls auch Gewaltanwendung durch Bedrohung eigener Gewaltanwendung zu beantworten, wäre der Weg zum Frieden einfach zu zeichnen. Er läge darin, als erstes sämtliche Nationalstaaten abzurüsten, auch alle Machtblöcke abzurüsten, alle. Die USA als erste, sie sind die größte Militärmacht. China, Russland,
Danach, hinter den Deutschen, kommen dann, was die Militärrüstung angeht, im Export auch noch die Franzosen und die Briten. Mhm. Da sind wir Deutschen mehr als die beiden zusammen. Unglaublich alles das. Was wäre Abrüstung? Wir lernen das seit den Sumerern bis heute. Wir haben ein Gewaltmonopol des Staates. Das ist die Basis dafür, dass wir friedlich zueinander leben. Es ist nicht möglich, dass wir wie in Amerika im Wilden Westen immer noch die Knarre nehmen und rein putativ Notwehr betreiben. Der Nachbar hat böse geguckt, er führt etwas im Schilde, er ist gefährlich, also nieten wir ihn um. Mhm. Es ist nicht möglich. Wir haben ein Gewaltmonopol des Staates, in dem privat nicht lösbare Konflikte ohne Gewalt ausgetragen werden oder rechtsstaatlich verfolgt werden. Und die einzige gewaltbefugte Macht ist der Staat. Das hat sich aufgeschaukelt, sodass heute Staaten untereinander Kriege führen. Die Bürger sind eigentlich friedlich, aber an den Außengrenzen der Vereinigten Staaten gibt es immer wieder Kriegskonflikte. Und heute haben wir einen Zustand, in dem der nächste Schritt, genauso wie binnenstaatlich, auch außenpolitisch eingeleitet werden müsste. Entmilitarisierung sämtlicher Staaten und die Einrichtung einer Schiedsinstanz, die die Konflikte auf friedfertigem Wege am Verhandlungstisch löst und die einzig befugt wäre, als so etwas wie eine internationale Polizei für Ordnung zu sorgen, wenn Vertragsverpflichtungen nicht eingehalten werden. Herr Drewermann, Sie sprechen ja sehr... Also der Friede ist die Zukunft, das ist doch ein Programm für alle, die heute auf die Welt kommen. Ich würde auch noch sagen, für die Schüler. Es ist außerordentlich wichtig, dass ihr nicht den Missionaren von Frau von der Leyen glaubt, sondern dem, was ihr in Wirklichkeit als wert fühlt. Da hat ja die Studie über Abraham, das Experiment, wie man Gehorsam züchtet, bei Stanley Milgram vollkommen recht. Ja. Was macht man denn mit euch? Man bringt euch beides, eure eigenen Gefühle, wie schrecklich es wäre, einen Menschen töten zu müssen, wegtrainiert werden können. Das Routine war auch die Basis der Nazi-Herrschaft. Erstmal das Mitgefühl durch Drill abtrainieren. Genau. Und dass es rational sein muss. Es ist eine patriotische Pflicht, jetzt zu töten. Ja. Es wird jede Tötungshemmung abgebaut. Pazifismus ist feige, habe ich gelesen. Es ist ein Problem 45 der amerikanischen Militärpsychologen gewesen, wie sie die Sekunden des Zögerns beim Anblick des Weißen im Auge des Gegners, wenn die MP durchgezogen werden sollte, minimiert werden könnte. Die wenigen Sekunden, die man zögert, den Gegner umzuschießen, gibt ihm ja einen Angriffsvorteil. Wer weniger Skrupel hat, ist effizienter im Töten. Also ist es ein Ziel militärischer Psychologie, die Tötungshemmung effizient auszuschalten. Das war in den 50ern schon, dass Amerikaner sich fragten, wohlmeinende Humanisten, was wir denn erwarten, wenn wir der kommenden Generation von Jugendlichen dauernd Filme zeigen, in denen getötet wird, wie zum Schauspiel, ohne jede Folge. Das sind dieselben Bilder, mit denen man den GIs beibringt, wie man tötet, ohne irgendeine Gefühlsreaktion. Counter-Strike ist heute fast pathologisch von vereinsamten Jugendlichen, auf dem Weg zu allen möglichen Amokläufen oder Begeisterung für Terrorismus. Der Stärkste ist derjenige, der zielgerecht am meisten töten kann. Rein visuell. Aber er hat keine eigenen Gefühle mehr, außer dem Triumph, er hat getötet. Wenn Sie solche Leute in Rammstein sitzen haben, die die Drohnenpiloten abgeben für die Welt von morgen, haben Sie genau diese Typen. Und sie sind gefährlich, weil man Gefühl und Denken, Persönlichkeit und Institution, Eigenes und aufoktroyiertes, vollkommen schizophren abgespalten hat. Ich habe vor Augen eine Szene, die mir unvergesslich ist. 1995 auf RTL, ein Kanal, den ich nicht gerade häufig sehe, aber damals war Günter Jauch noch Moderator und er befragte Major Sweeney. Das ist der Bomberkommandant über Nagasaki am 9. August 1945 gewesen. Es war 50 Jahre danach. Er befragte Major Sweeney, was er in einem halben Jahrhundert später davon hielt. Er war damals Mitte 20 und hatte mehr als 100.000 Menschen getötet. Eigenhändig. Mehr als Genghis Khan und Timur Lenk. Sein Staffelkamerad Major Tibbets 3 Tage vorher über Hiroshima, das war vergleichbar. Ja. Man wollte nur einen neuen Explosionstyp für die Bombe testen. Implosionstechnik, Explosionstechnik, Plutonium, Uranium. Man wollte vollkommen den Standard durchexperimentieren.
Die Frage war ungefähr, Sie waren damals ein junger Mann. Sie konnten nicht wissen, wie viele Tote es sein würden. Sie wussten auch nicht, wie viele Menschen in den Spitälern später mit Strahlenkrankheit sich verröcheln würden, wie viele Kinder missgebildet auf die Welt kommen, wie viele Leukämiekranke sein werden. Das ganze Elend haben Sie vielleicht gar nicht gewollt. Wie konnten Sie damit leben? Medjaswinis Antwort war, was soll das? Befehl ist Befehl. Jeder Soldat der Welt hätte dasselbe getan und dann war der Scheißkrieg ja wohl zu Ende. Wo er recht hat, Medjaswini hatte recht. Nur was er nicht begriffen hat, war, dass 1947 die Amerikaner ganz zu Recht der Nazigranden in Nürnberg im Kriegsverbrecherprozess genau das sagen konnten. Euer Kernverbrechen ist nicht einmal, dass ihr den Krieg vom Zaun gebrochen habt. Das ist immer in der Geschichte vorgekommen. Aber dass ihr ihn so geführt habt, wie ihr ihn geführt habt. Dass ihr meintet wirklich, ihr könntet sagen, Befehl ist Befehl und sagt das hier im Gerichtssaal immer noch. Wir sind ja nicht verantwortlich. Wir mussten den Befehl ausführen. Das zeigt die Unmenschlichkeit im Kern. Ihr habt die Persönlichkeit abgegeben. Ihr habt den Koppel um den Bauch geschnallt, wo drauf stand, Gott mit uns, den Stahlhelm euch über den Kopf geschoben und das Denken vermieden. Ihr wolltet ins Walhall der Geschichte in Uniform. Ihr wart keine Menschen mehr, denn genau das habt ihr abgegeben. Sie beschreiben den modernen GI. Natürlich. Und genau das sagt Medjaswini 95. Jeder Soldat der Welt hätte das getan. Und da hat er recht. Auf jedem Kasernenhof der Welt lernt man genau das. Befehl ist Befehl. Rein nominell sind wir Bürger in Uniform, haben ein Recht auf ein eigenes Gewissen, dürfen Befehle verweigern. Wo im Himmel und auf Erden gibt es einen Kasernenhof, auf dem dressiert wird, wie man Befehle verweigern könnte? Herr Drewermann, wir haben jetzt sehr lange über den Tod gesprochen, über das Böse, den Krieg, die Perversion, wie man Menschen über Angst gefügig macht, indem man ihnen eine Zukunft in einer Kriegsmaschinerie oder in einem Wirtschaftsstandort auf dem Weg nach oben verspricht. Lassen Sie uns mal über das Leben sprechen. Also Sie haben vorhin von Albert Schweitzer gesprochen. Albert Schweitzer, von ihm stammt ja der Satz, ich bin das Leben will, inmitten von Leben das Leben will. Können Sie mir sagen, was Leben ist? Genau dieses Mitgefühl zu haben mit allem, was leidet und zu helfen, dass jeder fähig wird, in den Möglichkeiten seines Glücks sich zu verwirklichen. Mhm. Das ist das Leben selber und ist der Sinn des Lebens. Gut, ich habe eben gesagt, wir sind evolutiv denkende Säugetiere. Das klingt sehr pessimistisch im Erbe der Evolution mit all den Brutalitäten, die im Kampf ums Dasein auch gelernt wurden. Aber Sie müssen nur mal sehen, wie ein Kätzchen mit seinen Jungen umgeht. Wie eine Kuh, die wir heute einsperren in der Massentierhaltung, darum klagt, dass sein Jungtier nicht bei ihm ist. Wie man Schweine einfercht, die sich kaum bewegen dürfen, nicht einmal, wenn sie schwanger sind, mit 6 jungen Ferkeln, die noch nicht zur Welt gekommen sind. Das alles ist eine endlose Quälerei gegen das Leben. Würden Sie sagen, dass diese Respektlosigkeit gegenüber dem Leben an sich, dass sie sich eben auch gegen uns richtet, dass es ein Echo ist, was wir erleben? Ohne Zweifel. Tolstoi hat ganz zu Recht gesagt oder soll gesagt haben, ich habe die Stelle nie belegt gefunden, solange es Schlachthöfe gibt, solange wird es auch Schlachtfelder geben. Wenn wir gefühllos werden gegenüber den Tieren, haben wir die gleichen Gefühle auch nicht mehr im Umgang mit Menschen zur Verfügung. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie beim Zahnarzt einen Nerv abgetötet bekommen. Also nicht mehr durch Spritzen für eine Zeit lang narkotisiert, sondern wirklich abgetötet bekommen. Dann ist er empfindungslos für alle Zeiten. Selbst schwere Wurzelentzündungen wird er nicht mehr registrieren. Wenn Sie Gefühle einmal kopieren im Umgang mit Tieren, denen wir die eigenen Gefühle verdanken, sind sie auch nicht mehr abrufbar im Umgang mit Menschen. Die schauen Sie genauso an, mit denselben sehnsüchtigen Augen, mit den gleichen Klageschreien, mit derselben Einsamkeit. Wenn das alles nötig ist in der Massentierhaltung, damit wir effizient unsere Wirtschaft in der Agrarindustrie, hochsubventioniert im Übrigen in Konkurrenz zu den Ländern der Dritten Welt, stabilisieren können. Was machen wir dann aus Menschen, wenn wir sie zwingen, so mit Tieren umzugehen? Herr Drewermann, können Sie mir etwas erklären, was ich als einen enormen Widerspruch in unserer Gesellschaft wahrnehme? Wir lernen ja überall durch die Konkurrenz bis zum Töten, das zu perfektionieren. Die NATO ist eine perfekt eingestimmte, synchronisierte Tötungsmaschine. Das heißt, der Tod ist eine Art Gott. So machen wir das. Und wer am effizientesten töten kann, der steigt auf. Gleichzeitig ist aber das Reden über den Tod, der Tod des Einzelnen, bei uns ein enormes Tabuthema. Da sind wir bei der privaten Sterbehilfe. Können Sie mir diesen Widerspruch
erklären? Der Tod ist ein Tabuthema und gleichzeitig ist der Tod ein Riesengeschäft, auf das wir trainiert werden. Der Tod ist ein Geschäft, weil wir die Menschen entindividualisieren. Wir haben vorhin schon von der Massenpsychologie gesprochen. Sie können Kriege nicht führen mit wirklichen Einzelnen. Mit Hermann Hesse, mit Albert Einstein ist nicht möglich, Krieg zu führen. Aber in der Masse geht es. Drum die ganzen Kommandos auf dem Kasernenhof. Sie sollen nicht Personen sein, sondern die Augen links schwenk Marsch. Hm. Sie sollen rein mechanische Befehle ausführen. Sie sollen nicht ihre eigenen Körperwahrnehmungen in irgendeiner Weise als Botschaft zum Gehorsam verstehen, sondern dass ihnen entsprechend unter Drill beigebracht wird, wie ihr Körper sich maschinell einsetzen lässt. Das müssen sie lernen. Die Entindividualisierung ist die Stärke des Militärs. Die Entpersonalisierung in jeder Form. Darauf basiert das Gehorsamsprinzip, die Funktionalisierung, und dann tötet man eigentlich nicht mehr, man schaltet nur noch aus. Müssen wir den Begriff Zivilisation völlig neu definieren, so wie Arno Grün das geraten hat? Unbedingt. Ich stehe Arno Grün in dieser Form wirklich sehr nah, weil ich denke, Sterben als Problem empfinden kann nur das Individuum. Man ist im Ersten Weltkrieg dazu übergegangen, dass man mit Giftgas zum Beispiel ganze Frontabschnitte ausrotten wollte, wie wenn man es mit Heuschrecken oder mit Insekten zu tun hätte. Wie eine Entlaubungsaktion war das. Die Amerikaner genauso in Vietnam haben mit Agent Orange buchstäblich entlauben wollen und in Kauf genommen, dass krebshaltiges Dioxin bis heute schwerste Schäden anrichtet, Geburtsschäden, Missbildungen hervorbringt, ohne einen Cent im Übrigen für die Betroffenen zu zahlen. Mhm. Amerikaner zahlen nie für ihre Kosten, die sie bei siegreichen oder verlorenen Kriegen eingefahren haben. Entscheidend ist dabei, dass der Tod nur als Problem empfunden wird von Individuen. Man kann darüber sich Gedanken machen, ob für Tiere der Tod ein vergleichbares Problem ist. Die Paläontologen sind sich ziemlich sicher. Wir Menschen sind dadurch Menschen, dass wir die erste und, soweit wir sehen können, ohne Übertreibung vermutlich einzige Spezies auf dieser Erde sind, für die der Tod ein Problem darstellt. Tiere leben bis zum Sterben. Wir Menschen müssen mit der Tatsache des Todes das ganze Leben lang umgehen. Wir haben ein Bewusstsein. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Huhn, wenn es nicht in der Massentierhaltung ist, kann frei auf dem Hof umhergehen, scharren, im Sand baden. Es kann aber sein, dass am Himmel eine Raubvogelattrappe gezeigt wird oder wirklich ein Falke oder Bussard fliegt. Dann wird das Huhn sich niederducken im Reflex, die Flügel spreizen und hoffen, dass die Farbe seines Gefieders es unsichtbar macht, selbst für scharfe Falkenaugen. Wenn es sich bewegt, wird es sofort sichtbar. Ein Stillstandreflex in Todesangst. Situativ, reflektiv, instinktiv. Solche Situationen liegen auch in uns Menschen. In Todesgefahr reagieren wir spontan, in Bruchteilen von Sekunden. Wir denken viel später erst nach. Wir haben das ganze Programm des Säugetiergehirns in unseren Köpfen immer noch. Gleichzeitig sind wir die einzige Spezies, die anders als das Huhn, anders sogar als der Schimpanse, weiß, dass wir uns so oft an den Boden ducken mögen, wie wir wollen. Irgendwann wird der Kondor niederstoßen und uns mitnehmen. Davor gibt es keine Rettung. Und nun ist die Frage, wie leben wir richtig im Wissen um den Tod? Das kann nur der Einzelne beantworten. Die Gesellschaft will das überhaupt nicht beantworten. Die will nicht, dass wir daran denken, denn nur dann kann sie uns vermassen, gleichschalten, ausbeuten. Je weniger Individualität, desto mehr Kaufrausch, desto mehr Modezwang, desto mehr Abhängigkeit, desto mehr Ausbeutbarkeit. Bereiten Sie sich auf Ihren Tod vor? Ich glaube, ich tue das jeden Tag. Ich könnte überhaupt die Welt, in der ich lebe, nicht ertragen, ohne eine Perspektive jenseits des Todes zu haben. Dann ist der Tod für Sie alternativlos. Ich glaube daran, dass die Osterbotschaft stimmt und dass das Leben in gewissem Sinn überhaupt erst sich freisetzt zu dem, was es sein sollte. Also im Bilde gesprochen, ich sehe, wie mühsam das ist, dass Menschen einander verstehen. Den Politikern haben wir eben zur Pflicht auferlegt, sie sollten sich zumindest Mühe geben. Aber auch im Privaten. Als Therapeut sehe ich das jeden Tag, die Eltern und die Kinder und die Eltern, Familienangehörige, Nachbarn,
Überall gibt es Schwierigkeiten, sich in die Gedanken, die Gefühle, die Erfahrungen, die Biografie, die Übertragungen, die mitgebrachten Stereotype des anderen hineinzuversetzen. Das kostet auch ein Stück Nachdenken, kostet ein Stück Geduld, Selbstdisziplin, Fantasie, Empathie, alles Dinge, die nicht einfach selbstverständlich sind. Die alle brauchen wir aber. Und wir sehen, dass Immanuel Kant vermutlich recht hat. Er meinte mal vor über 230 Jahren, es sei das größte Übel, dass wir lernen, wie zu leben wäre, erst dann, wenn es zu spät sei, es zu tun. Ich bin jetzt 75, werde 76 und merke, wie recht der Mann hat. Ich fange heute an, vieles besser zu begreifen als vor 40 Jahren, selbstverständlich. Wenn es überhaupt einen Fortschritt gibt, liegt er da. Aber es ist winzig, das, was ich wirklich begreife. Ich sehe eigentlich, je älter ich werde, dass ich immer kleiner werde gegenüber den Leuten, die in Buchform in den Regalen stehen. Die werden immer größer. Mhm. Vor 40 Jahren dachte ich, das kann ich auch. Ich setze mich hin und schreibe mein Buch. Heute sehe ich, wie unglaublich das ist. Gut, ich habe immer gelebt mit Dostojewski, Camus, Sartre, was sie wollen. Aber jetzt erst mal sehe ich, wie groß deren Horizont und uneinholbar er immer noch ist, im Abstand von Jahrhunderten. Mhm. Platon im Abstand von 2300 Jahren. Unglaublich. Herr Drewermann, ich kann Sie beruhigen. Und jetzt denke ich, es müsste mit der Grenze des Todes sich öffnen zu einer Welt, die diese Grenze nicht mehr hat. Mhm. Heute bin ich müde, ich brauche ein paar Stunden Schlaf. Es gibt Einschränkungen aller Art. Es gibt Blindheiten der Wahrnehmung, mehr als Melibis. Wie wäre es, wir reiften mal, ich nenne es jetzt in der Gegenwart des Göttlichen, wir reiften auf zu einer Liebe, die es uns erlaubt, die Grenzen zu sprengen, uns wirklich zu verstehen. Das sind die Bilder des Christentums, wenn es vom Fegefeuer redet oder vom Himmel. Was Jesus in der Bergpredigt für möglich hält. Wir bräuchten nicht mehr zu lügen, wir bräuchten nicht mehr Gewalt einzuwenden, wir brauchten nicht mehr zurückzuschlagen, wir brauchten kein Reichtum mehr zu höckern. Wir brauchten nicht mehr groß zu tun, um auf andere herumzutrampeln. Es wären diejenigen, die einseitig sich wehrlos machen, die Bringer des Friedens. Es wären diejenigen, die ihre Armut und Armseligkeit kennen und anerkennen. Von einer Herzensgüte, die Mitleid übt und imstande ist zu offenem Verstehen. Es wären diejenigen, die fähig wären, noch zu weinen. Diejenigen, die reinen Herzens diese Welt umarmen, das alles sind nicht nur Verheißungen. Für mich sind das die Voraussetzungen, um zu ahnen, was menschlich wäre. Und ich leide sehr darunter, bei jedem Tag, nicht im Umgang mit Menschen, das tröstet mich, aber beim Lesen der Zeitungen zu merken, wie weit wir davon entfernt sind. Ohne eine Perspektive jenseits des Todes würde ich dieses Leben nicht ertragen. Herr Drewermann, Sie haben mich zu Anfang des Gesprächs darauf hingewiesen, dass Sie nur 90 Minuten Zeit haben. Wir sind jetzt schon über 90 Minuten. Ich könnte nochmal dreimal 90 Minuten Ihnen sprechen, aber Sie haben extra die Uhr auf den Tisch gelegt. Aber nach dem, was Sie gerade zuletzt gesagt haben, möchte ich mit Gerald Hüther, dem Hirnforscher, den Sie auch kennen, schließen. Der hat ja gesagt, der Mensch kommt mit einem Überangebot an Möglichkeiten auf die Welt, selbst im hohen Alter. Kann er immer wieder, muss er nicht motiviert werden, man muss ihm die Möglichkeit geben, Erfahrungen zu machen. Ich möchte, dass wir vielleicht in den letzten Minuten hier sehr viel Positives in den Raum stellen, weil wir haben so viel über Terrorismus gesprochen, Staatsterrorismus, Krieg, Folter, alle dunklen Seiten der Menschen. Aber der Mensch kommt ja so nicht auf die Welt. Der Mensch kommt auf die Welt und ist erstmal auf die Empathie seiner Eltern angewiesen, die er zu 90% auch bekommt, bis man ihn drillt, begradigt und ihn in ein System hineinpresst, aus dem er sich aber auch wieder herausbefreien kann. Was raten Sie jungen Menschen, die dieses Interview jetzt gesehen haben, wie können Sie die Möglichkeiten, die ja nur verschüttet sind, ja, wie können Sie diese Möglichkeiten, wie können Sie die freilassen, wie können Sie die nutzen? Wie recht Harald Hüther hat, lässt sich zeigen an der Wichtigkeit der Gefühle, mit denen er auch in die Schulen geht, um die Lehrer anzuweisen. Ich würde den Schülern, auch denen, die uns zuhören, immer wieder sagen, wenn man euch beibringt, Gefühle zu trennen von rationalen Gedanken, die man zweckorientiert ausbeuten kann, spaltet man euch und das ist gefährlich. Es ist möglich, durch Überhang von Gefühlen schwere Fehler zu begehen. Aber die Spaltung rein Denkens von Gefühlen ist in sich schizophren, bis hin zum Piloten über Hiroshima oder Nagasaki. Dann kann man alles tun, weil man die Rezeptoren nicht mehr hat, die dazu gehören, als ein ganzer Mensch auf die Wirklichkeit zu reagieren. Harald Hüther könnte zum Beweis
wie viele Möglichkeiten wir haben und wie viel uns weggezogen wird, auch hinweisen auf die Neurologie, die schon in der Embryologie beginnt auszusortieren. Es wird im Gehirn eigentlich nur weitergegeben, was funktional gebraucht wird. Wir könnten, was ja jeder weiß, zur Welt kommt, jede Sprache der Welt lernen. Es wäre für ein zweijähriges Kind kein Problem, Chinesisch zu lernen, Arabisch zu lernen, Russisch, Englisch, was sie wollen. Wenn es in dem Raum groß wird, lernt es mit seinem Gehirn. Es muss dann aber eine ganze Menge von Lautbildung ausschließen. Und das beginnt wirklich schon vor der Geburt. Manche Laute hört es nicht. Im Arabischen haben wir, glaube ich, 6 oder 8 emphatische Laute, die wir nicht bilden können. Die brauchen wir nicht und können wir dann auch nur mit Mühe sprechen. Mhm. Araber wundern sich über Amerikaner, die kriegen nicht einmal ein Zäpfchen R gerollt oder Ruh. Die Deutschen immerhin, das hat sprachlich schon mal einen Vorteil für uns, wie ich gemerkt habe. Wir müssen ständig uns spezialisieren, aber dann könnten wir in der Spezialisierung zu Nützern unseres Wegs, wie wir groß geworden sind, werden. Wir könnten Sprache so verwenden, dass Gefühle poetisch, einfühlsam sich mitteilen, dass wir eine Sprache reden, die nicht mehr wie beim Simsen auf dem Handy so verzweckt und vernutzt ist, dass Gefühle sich gar nicht mehr mitteilen. Lächeln macht man einfach dann entsprechend ein Grinsgesicht oder malt ein Herzchen für ILOVE2, irgend solche Abkürzungen. Die Kunst schon, einen Brief zu schreiben, miteinander so zu reden, dass es das Herz des anderen berührt, geht fast verloren. Die Deutschlehrer, die ich treffe, leiden darunter. Die Leiden des jungen Werther kaum noch lesbar. Ein Mann kann sich umbringen, weil die Geliebte ihn nicht lieben darf. Das erleben die 16-Jährigen, wie schwer das sein kann, in einem bestimmten moralischen System der Liebe mehr zu trauen als der Konvention. Das ist ein hochaktuelles Thema, aber dann bräuchte man eine Sprache, die Gefühle überträgt, die sensibel bleibt. Und dann kann man feststellen, dass Goethe recht hat. Östliches und westliches Gelände liegt im Frieden deiner Hände. Dann brauchen wir Hafis, den Perser, dass wir Deutsch reden. Und wir brauchen die Franzosen und die antiken Griechen, dass wir richtig Deutsch reden. Dann ergänzen sich die Sprachen. Sie widersprechen sich linguistisch, aber sie helfen, korrekt gesprochen, das zu artikulieren, was wir als Menschen sind. Dafür bräuchten wir eine Pädagogik, die vereinheitlicht. Können wir über die Begegnung mit Flüchtlingen, ein sehr emotionales Thema, können wir da auch etwas lernen im Moment, jeder Einzelne von uns? Ganz genau so. Ich habe in den arabischen Ländern, in Griechenland erlebt, mit 18 Jahren beim Trampen, wie unglaublich das Gebot der Gastfreundschaft da gehalten wird. Rührende Geschichten könnte ich da erzählen. Ich war bei Einrichtung des Schengen-Raums vor über 20 Jahren schon der Meinung, es ist gefährlich, was wir da machen. Das läuft darauf hinaus, ein Limes zu bauen wie die Römer. Das Elend sehen wir in den Ländern der dritten Welt. Wir vermehren, statt es abzutragen. Mhm. Unser Wirtschaftssystem sprengt Nord und Süd immer mehr auseinander. Aber wir glauben, dass wir die Außengrenzen schützen können. Wir haben tatsächlich Spanien mit Elektrozäunen so abgesichert, wie die Amerikaner ihre Grenze nach Mexiko. Ja. Die DDR-Grenze hätte da lernen können, wie man es effizient und total machen kann. Dann hatten wir nötig, Gaddafi wegzubomben. Gaddafi war dabei, eine Währung einzurichten für ganz Afrika. Konkurrenz gegenüber dem Dollar, muss man sagen. Gegenüber dem Dollar. Er war dabei, die Erdölindustrie so weit zu sozialisieren, dass die Bevölkerung davon nur profitieren hätte können. Es hätte ein Flüchtlingsproblem in Afrika nicht geben müssen. Hätte man die Option Gaddafis in Libyen befolgt, statt ihn wegzubomben, das war der Krieg vor allem von Frau Clinton. Sie hat sämtliche Verhandlungsangebote, die Gaddafi lanciert hat in den Westen, mit Bewusstsein bei der UNO blockiert und dann die Franzosen vorgeschickt, dass das so kam, wie Obama es eigentlich, wenn man richtig sieht, nicht ganz gewollt hat, aber dann unterstützt hat. Jetzt haben wir den Schlamassel. Wir haben uns eine Lage eingerichtet, in der vor unserer Haustür 60 Millionen Menschen stehen, plus den Schäden des Klimawandels. Ein Hungergebiet, das durch Austrocknen von Südafrika bis Somalia reicht, im ganzen Südosten Afrikas. Eine Riesenzone von Millionen Menschen, die vor dem Hungertod stehen. Das wird in Äthiopien in den nächsten Wochen überhaupt erst richtig angehen. Das hört nicht auf, das fängt erst an.
Und dass wir dann einem kleinen, schwachen Land wie Griechenland zumuten, er soll uns das alles fernhalten, ist natürlich ein Unfug erster Ordnung. Oder die Türken, die gerade dabei sind, ihr Kurdenproblem zu lösen. Es gibt ja keine Kurden, es gibt nur Bergtürken, wie Atatürk schon sprach. Ein NATO-Partner. Die sollen uns die Flüchtlinge fernhalten. Ist ein solcher Widerspruch gegenüber allem, was man mit der Formel, wir schaffen das mal, als humanitäre Willkommenskultur zu pflegen, vorgegeben hat, dass sie mich entsetzt. Simpel entsetzt. Wenn das ernst gemeint wäre, hätte man Orban vor Monaten sagen müssen, die Sperrung in Ungarn widersetzt sich dem, was wir in der EU wollen. Man hätte vor allem seinen Partner in den Arm fallen sollen, die weiter in der Region bomben. Aber ich möchte eine letzte Frage an Sie stellen. Noam Chomsky hat gesagt, das größte, also die größte Weltmacht auf diesem Planeten ist das amerikanische Imperium und die zweitgrößte Macht ist die öffentliche Meinung. Das, was Sie hier gesagt haben, das können Sie auf der Straße so auch hören von Menschen. Sie werden es in dieser Deutlichkeit, wie Sie es sagen, in dieser Schonungslosigkeit, nicht in den klassischen öffentlich-rechtlichen und lizenzierten Medien finden. Welche Chancen erkennen Sie im Fall des Meinungsmonopols und in den neuen Medien, dass wir hier Selbstbewusstsein gewinnen können als Bürger und dass wir auch in jedem Menschen einen Menschen erkennen, weil wir darüber reden können? Ja, das ist eine große Schwierigkeit, weil die Mainstream-Medien natürlich abhängig sind von ihren Geldgebern, abhängig sind von den Schulungen, die sie als Journalisten durchmachen. Die Atlantikbrücke, habe ich schon erwähnt, viele amerikanisch beeinflusste Gruppierungen, die strategisch auch die Informationsmedien unterwandern in allen Kanälen. Und mich beeindruckt sehr seit 1989, wie ursprünglich liberale Zeitungen, die Zeit selber etwa, in, sollen wir Namen nennen, der Person von Herrn Joffre, Einsatzstrategien als Verantwortung definieren. Mhm. Wie im Spiegel schon 1991 der Krieg gegen Saddam Hussein gepredigt wurde, weil das arme Saudi-Arabien vom Irak bedroht wäre. Es war der Spiegel, der den Krieg damals richtig fand. Über 200.000 Tote. Deutsche müssen das Töten wieder lernen, war auch ein Cover. Ja, das habe ich geschrieben damals als eigene Erfindung in der Deutschen Sonntagszeitung, die inzwischen in Chrismon eingegangen ist. Es ist sehr schwer, eine öffentliche Meinung aufzubauen, wenn sie kein Organ hat, das sie verbreitet. Und es ist auch eine Gefahr, dass diejenigen, die vom Mainstream abweichende Meinung haben, wie ich jetzt, natürlich verführt werden, zu denken, die Medien sagen uns die Unwahrheit, die verformen die Wahrheit, verzerren sie einseitig, füttern uns mit Bildern, von denen man schon weiß, dass sie gelogen sind, oder montieren sie so, dass man die perspektivische Asymmetrie als Zuschauer nicht mehr mitbekommen soll. Natürlich wird jeder, der sich in den Medien nicht wiederfindet, anfangen, den Medien zu widersprechen. Aber er steht dann ziemlich hilflos da. Und das ist im linken wie im rechten Rand möglich. Die Pegida redet von der Lügenpresse und man wirft ihr vor, dass sie das tut. Ich glaube auch, dass sie da sehr Unrecht hat. Die linke Presse, zum Beispiel die Junge Welt, schreibt, sie lügen wie gedruckt, wir drucken, was sie lügen. Das ist das Werbelogo seit Jahren. Und ist nie beanstandet worden. Tatsächlich sind es linke Medien, die uns vieles verraten, was wir in der öffentlichen Medienlandschaft nicht unterbringen können. Und dann wird es auch für die Friedensbewegung schwierig, noch an Einsichten und Gefühle zu appellieren, die einen bestimmten Informationsstand voraussetzen. Sind wir nicht angewiesen auf eigene, neue, junge Medien? Das war die Hoffnung, dass das Internet so zusammenführen könnte, dass da eine Plattform entsteht. Man hat sogar geglaubt, der arabische Frühling, Tunesien, ist ein Erfolg jetzt dieser neuen Kultur, eine Demokratie, die sich im Internet bildet. Wir erleben jetzt bei Pegida und bei dem rechten Rand der Gesellschaft, dass ganz anderes möglich ist. Mhm. Ich bin sehr misstrauisch und natürlich sind alle Medien, auch das Internet, längst überwacht. Sie haben da keine Freiheit mehr. Ganz im Gegenteil, ich habe stets behauptet, und es ist einer der Gründe, warum ich kein Handy habe, kein Computer habe. Das Ganze ist nicht eingeführt worden, nur aus kommunikativen Gründen, dass wir unsere Freundin anrufen. Sie ist von Anfang an geplant als Zielkoordinatensystem für das Pentagon. Sie müssten nur mal gesprochen haben, als Sprachimitator, so wie Saddam Hussein oder wie Osama Bin Laden sich ausgedrückt hätte. Ich gebe Ihnen 15 Sekunden in der Telefonzelle, um das zu überleben.
Das ist die Wirklichkeit. Dafür dient das. Und jeder ist beobachtbar, der mit einem solchen Gerät rumläuft. Herr Drewermann, Sie sind... Also welche Freiheit sollen wir da noch haben, außer glauben wir uns selber, was wir sehen, lernen wir aus den eigenen Erfahrungen, lesen wir die Bücher, die uns wirklich aufklären können. Große Autoren haben wir immer noch in Europa zur Verfügung. Und das war eine der Meinungen von Solzhenitsyn. Die Literatur erlaubt uns Erfahrungen aus ganz anderen Zeiten, unter ganz anderen kulturellen Umständen, weil sie menschheitlich sind, zur Pflicht zu machen. Und jetzt bedauere ich, wenn Sie schon reden von Harald Hüther und der Schule, dass wir einen Deutschunterricht haben, der sich idiotisiert, dass nur Deutsch gelehrt werden darf. Das ist ein Unterricht, in dem Dostojewski, in dem Ibsen, in dem Dante, in dem Shakespeare keine Kultur mehr bilden darf, die in unser Bewusstsein käme. So hat Goethe sich nie verstanden. Natürlich können wir Shakespeare lesen in Englisch, das ist besser als in Deutsch. Aber wer lernt in deutschen Schulen Russisch, Italienisch, Französisch? Wie will man Realismus in der Literatur ohne Emil Zola lernen? Wie will man Liebeslyrik lernen, ohne dass man persische Literatur, die wir wieder nur in Übersetzung haben können, in den Deutschunterricht nimmt? Wir haben eine Menschheitssprache. Die Märchen wissen das, die Mythen wissen das, die Romane wissen das. Sie reden kulturell begrenzt. Was sie zu sagen haben, ist unbegrenzt. Und dann ist der Himmel frei wie für die Wolken und die Vögel. Herr Drewermann, eine wirklich letzte Frage an Sie. Sie sind jetzt seit 75 Jahren Eugen Drewermann. Würden Sie es nochmal werden wollen? Nietzsche hat mal gesagt, wohlan war das das Leben noch einmal. Das könnte ich nicht sagen. Es war mir vieles zu schwer. Manche Fehler möchte ich nicht wiederholen. Ich sehe den Determinismus auch nicht, an den Nietzsche geglaubt hat. Ich hoffe auf eine Reifung, die weitergeht und die mit dem Tod nicht endet. Ich glaube nicht, dass der Tod das letzte Wort über unser Leben hat, die Bedeutung dessen, was wir sind, die Liebe, die uns aneinander bindet. Ich hoffe auf eine Reifung, die nicht aufhört. Das ist mehr als rückwärtsblickend nochmal den ganzen Kokon zu spinnen. Herr Drewermann, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Dankeschön Ihnen.